Once again, back is the incredible. Ich bin's, euer Wolfgang Petri. Und wir gucken uns heute die Sammy Deluxe Unplugged Cypher DLX an. Chat und ich sind uns relativ sicher, dass ich da schon mal drauf reacted habe. Oder dass wir uns das schon mal zumindest im Stream angeguckt haben. Also um vorwegzunehmen, ich kenne das natürlich. Aber also ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gesehen, deswegen ist auch so lang. Wisst ihr, an was ich mich aber erinnere? Und vielleicht war das der Moment, den ich damals auch im Chat, im Stream mal angemacht habe. Ich glaube, wir haben uns mal im Stream den Megalo-Part angeguckt. Kann das sein? Weil das ist auch das Ding, an was ich mich erinnere. So, dass Megalo da so krass viele da rappen. In meiner Erinnerung, Megalo da den krassesten Part hatte auf dem Ding. Okay, geil, rein da, Alter. Das wird geil. Okay, meine Damen und Herren. Aha. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hier auf dem Boot, an Deck. Das Cypher unplugged. Ich sag, unplugged, Cypher, shit, wem, wer seine Lines vergisst. Ich hab'n Geistesblitz, reißen willst du bei deinem Live-Auftritt bei dir. Okay, warte mal, das ist ja schon wieder direkt. Das ist so geil, ne, dass ich das, wie gesagt, kenne. Aber auch aufgrund der Dichte an Reactions und Songs, die ich mir reinziehe, ne, ist halt nur mal mein Job, ist ja auch geil. Da vergesse ich, und ihr wisst ja, ich hab schon in vielen Dingen Siebhirn, ne, aber ich habe auch in manchen so, bei so Savage, Kolle und so, ne, habe ich schon ein krasses Gedächtnis, so was die Texte angeht. Aber ich glaube, hier weiß ich wirklich gar nichts mehr. Obwohl hier gerade Savage rappt. Sammy Savage. Plug Cypher. Okay, unplugged Cypher, shit, wehe, wer seine Lines vergisst. Deck, das Cypher, unplugged. Ich sag, unplugged Cypher, shit, wehe, wer seine Lines vergisst. Ich hab'n Geistesblitz, reiße willst du bei deinem Live-Auftritt bei dem. Ich hab'n Geistesblitz, reiße mit über deinen Live-Auftritt. Kein Beifall geben, was eindeutig an deinen Reimen liegt. Wenn du kein Beifall kriegst, was eindeutig an deinen Reimen. Okay, also das macht direkt Bock mitzurappen. Sammy ist also, muss man gar nicht sagen, Bro, ne? Aber Sammy hat auch schon diesen einzigartigen Sammy-Flow, Digga. Geistesblitz, Reißeblitz, über dein Live. Und der kommt jetzt. Dem kein Beifall geben, was eindeutig an deinen Reimen liegt. Dafür sind Leute umso gespannter, wenn ich dann meine kick. Manche hören. Deshalb sind Leute umso gespannter, wenn ich dann meine kick. Das float einfach so. Darum sind Leute umso gespannter, wenn ich dann meine kick. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu hören, Alter. Und ich zwar rappen, doch an deinen Reimen liegt. Dafür sind Leute umso gespannter, wenn ich dann meine kick. Manche hören dich zwar rappen, doch keiner von denen freiwillig. Keiner hier kann dich leiden. Fahr zur Hölle, das ist mein Reisetipp. Sehr auf jeden Fall. Ja, gute Leiden, Digga. Fahr zur Hölle, das ist mein Reise. Gute Leiden, Digga. Gute Leiden, Alter. Ich mach das am Ende so, ich gebe wirklich keine Punkte, das wäre natürlich gerade ein saftiger Punkt, wahrscheinlich sogar zwei, ne? Ich mach das aber wirklich so, dass ich am Ende einfach, ich gehe mal mit Top 3, ne, dass ich meine Top 3 Rapper nenne. Es könnte aber auch sein, dass ich es nicht hinkriege und Top 5 mache, so, ne? Aber, ja. Augenwinkel, dein Seiten. Denen freiwillig, keiner hier kann dich leiden, fahr zur Hölle, das ist mein Reisetipp. Seh aus den Augenwinkeln deinen Seitenblick, nenn ihn Haterblick. Wenn du mich siehst, geh lieber in die Knie, wie Colin Kaepernick. Big Boss sieh zu, wie ich das Grüne in das Paper wickel. Lehne mich zurück, aber plan dabei schon die nächsten Schritte. Konzentriert, verziehe keine Miene. Also dieser Flow ist einfach so, so sexy, Alter. Ich liebe das, auch wenn Sammy so rappt. Sammy ist für mich so auf einer Ebene vergleichbar mit Eminem. Vielleicht sogar auf zwei, weil die ähnliches. Niemand kann es mit Eminem vergleichen, ne? Weil der einfach zu seiner damaligen Zeit so diese Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, Eminem Show kannst du auch noch mit reinnehmen. Danach war vieles für mich, und ich mache mir da vielleicht Feinde, danach war für mich vieles overperformed, too much, zu experimentell, zu überdreht, zu einfach nicht so mein Film. So. Natürlich gibt es ja noch geile Songs wie Without Me oder We Made It. Heißt das We Made It? Yes, he can, don't ask me this again. Da gab es schon geile Songs, aber so albumtechnisch gesehen und so diese Hype-Eminem-Phase war dann ganz klar, also Marshall Mathers LP. So, das war nach Slim Shady LP, vor Eminem Show, mitten rein, Marshall Mathers LP, one of the greatest long players of all time. Ohne Wenn und Aber. Untouchable Shit, Alter, ne? Und deswegen kann man Eminem auch mit niemandem vergleichen, so, ne? Wenn du es jetzt aber so quasi
aufs deutsche Land projizierst, dann hat Samy Deluxe vielleicht ein ähnliches Standing mal gehabt, wie Eminem auch so als einer der krassesten, ewig da und bla bla bla, ne? Aber das meine ich gar nicht mit Vergleichen. Ich meine mit Vergleichen, dass Samy auch heutzutage in Songs, er ist wieder ein bisschen weg, aber Samy auch manchmal dieses Overperforming hat. So dieses, boah, ich muss jetzt allen zeigen, dass ich über krass flowen kann. Dass ich jetzt Triple Lines auf einmal da reinpacke und flow down, da, das und alles too much irgendwann und du hast diesen Hörgenuss nicht mehr gehabt, so. Das war alles too much einfach. Und wenn er so rappt, Feierabend. Auch diese One-Take-Monster, One-Take-Wonder-Dinger, ne? Feierabend, Digga. Paperwickel, lehne mich zurück, aber plane dabei schon die nächsten Schritte. Konzentriert, verziehe keine Miene wie ein Pokerspieler. Du machst so viel Bitch-Moves, ich begrüße dich mit Ola Chica. Du machst so viel geile Lines, Digga. Ah, fuck, 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 fuck. Ola Dida, Ola. Ah, wehe, wer seine Lines vergisst, hä? Selber ins Knie ge- Wie Bitch-Moves, ich begrüße dich mit Ola Chica. Ah, fuck, 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 fuck. Ola Dida, Ladies and Gentlemen, Flow Oberliga. Bring deinen Unterkiefer zum Wacken, als wär ich Coca-Dealer. Nehme mir das Schiff hier und flieh mit den Jungs nach Costa Rica. Aber er hat die Kurve gekriegt. Man könnte jetzt auch denken, wenn Samy jetzt ernsthaft sagen würde, ey, das war geplant, ich glaube, dann könnte man das einfach als Stilmittel ansehen. Kiefer zum Wacken, als wär ich Coca-Dealer. Nehme mir das Schiff hier und flieh mit den Jungs nach Costa Rica. Hola, Chica. Reckless, reckless München, neue Perlach auf dem Schiff, also checke mal das. Nice, nice. Ey, ich muss ehrlich sagen, dass ich ihn nicht so kenne, Roger Reckless, ne? Aber wie er da reinkommt, er kommt geil rein. Reckless München, neue Perlach auf dem Schiff, also checke mal das. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich sicher bin. Er sieht ein bisschen aus und ich will ihm auf gar keinen Fall zu nahe treten, aber er ist so, könnte so von rein optisch so ein Hybrid aus Megalo und Samy Deluxe sein, Digga. Schiff, also checke mal das, ah, ja. Aber nicer Style, ich mag den Style. Es ist auch so mein Style, so die Beanie immer über die Ohren, Alter, schön akkurater Bart, Digga. Akkurat wie ein E-Bike, komplett. Ich bin nicht sicher, ob ich sicher bin. In mir drin, aber im Rap krieg ich sicher hin. Ich glaub, ich spin, widersetz dich, dann gibt's aufs Kinn. Aber nicht schlimm, nur mit Worten, mit Grips und Sinn, ja immerhin. Yo, ja, ist cool so, er kann auf jeden Fall rappen. Aber haut mich bis jetzt leider nicht vom Boot. Ist cool geflowt und alles cool, aber vom Vokabular und von den Reimen und den Aussagen sehr, sehr 1996. Dann gibt's aufs Kinn, aber nicht schlimm, nur mit Worten, mit Grips und Sinn, ja immerhin. Ich bin immer noch für Kinder, die wütend sind, bei was immer blockiert, was sie wollen und operiert, wird versiert, ja das immer, guck mal. Flow-technisch ist schon cool so. Was passiert? Die Gewinner des Systems zocken nicht hier, die kassieren, aber sind immer nie zu Gegenden, Gegenden, wo man Gegenwind erlebt. Gegenden, wo man Gegenwind erlebt. Leben nicht hier, die kassieren, aber sind immer nie zu Gegenden, Gegenden, wo man Gegenwind erlebt. Sie leben neben, wo Wind in die Segeltücher bläst. Bei uns gibt's Bouillabais, bei dir heißt nach der Arbeit heim spät. Bruder Blaze oder Tupac, ey, dreh mal laut den PKW. Seht der tief auf der Kopf. Wird immer besser. Nice, Alter, nice jetzt. Er kommt von der, der Einstieg war vom Flow auch nice, aber so irgendwie so deutsch irgendwie der Einstieg, irgendwie so. Seid ihr sicher, dass ich Killer King, Killer finde, wird jetzt sicher. Das ist so wirklich so absolute Beginner 1996 gewesen, Digga. Der Arbeit heim spät, Bruder Blaze oder Tupac, ey, dreh mal laut den PKW. Seht ihr tief auf der Couch an der DAW. Produktiv, mies, Ballert-Sound durch das EQP. Oder Fiat mit deinem Hand an den Shiras und deinem Blatt in der anderen an der Tanke noch ein Shivas. Oh, hier sind die Chicas am Tanzen vor ihr. Geil. Gefällt mir richtig gut. Also ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wirklich richtig dope so. Also es können natürlich noch gewichtigere Lines irgendwie sein, so, ne? Aber wie er die Worte, die er wählt, betont und das ist schon geil, Alter. Auch geile Delivery, geile Performance, geil. Geil wie dieser Holy. Shoutout, ihr bestellt im Moment sehr viel Holy, Alter. Das ist geil. Scheinbar funktioniert meine Werbung. Wenn ihr wüsstet, dass das die letzte Scheiße ist. Spaß beiseite, ich würde natürlich nicht mein Gesicht dafür hinhalten. Hier, das ist richtig geiles Kokoswasser mit Mineralien, Elektrolyte, 100% vegan, sehr, sehr wenig Zucker. Checkt es gerne mal aus, Alter. Zweiter Link in der Beschreibung gibt einen Rabattcode für Neukunden und Bestandskunden. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Geschmäcker, Digga. Diese Hydration Drinks killen mich aber jedes Mal aufs Neue. Ich sauf gar nichts anderes mehr. Also von Holy. Ich habe ganz viel Energy, auch mit geilen Geschmäckern. Es gibt auch ganz mega Eistees, Alter, die immer ganz oben bei mir auf der Liste standen. Aber seit die mir so ein Package von diesen Hydration Drinks geschickt haben, ich sag dir ehrlich, wie es ist, Bro.
Ich trinke hier, by the way, gerade Pink Grapefruit. Das ist geil, das Lustige, ich bin ja so ehrlich zu euch, meiner Freundin schmeckt es nicht, warum auch immer. Für mich ist das so ein, das schmeckt wie so ein bisschen Guavensaftiger. Wie als würdest du einen Guavensaft nehmen und so ein bisschen Zitrone reinpressen und sonst crushed Eis drüber und einfach nur geil, checkt es aus, zweiter Link und weiter geht's im Karton. Speakers, weil wir wenig haben, doch glücklich sind, als ob es viel noch nie gab. Reckless aus. Young SD direkt vom Schiff. SDK, also SDK muss ich auch mal kurz Props geben. SDK hat ein Album gebracht. Wie hieß denn das nochmal? Auf entspannt. Dieses Album habe ich wirklich, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr krass gepumpt. Das habe ich sehr, sehr krass gepumpt, Digga. Das ist eigentlich krass, weil er mir eigentlich viel zu viel über Kiffen und so rappt, ne? Aber yeah, da hat er. Yeah. Und ich höre die Leute sagen, ey, USD, was geht? Wann kann man dich denn dieses Jahr auf einem Festival sehen? Und ich merke, wie auf einmal Interesse besteht. Ey, und die Presseleute nerven mich mit lästigen Themen. Sag meine Fresse, extrem in den Fokus geraten. Ach, Fotografen vor der Wohnung erwarten. Und so viele Idioten stellen komische Fragen. Und alles, ich wollen alle diese Haus mir einblasen. Doch ich mach mir keinen Kopf deswegen, nee. Ich verlass mich nur auf Gottes Segen, ey. Bleib auf dem Boden und ich hebe nicht ab. Mach was ich will, so hab ich schon mein ganzes Leben gemacht. Rauchwolken aus dem Schiebedach. Alles wie gehabt und so weit zu kommen hätte ich nie gedacht. Doch alles wie gehabt und wir sind immer noch bis 7 wach. Alles. Also, SDK, neue feiere ich nicht mehr so, seitdem er nicht mehr so auf diesem Oldschool-Boom-Bap-Trip ist, aber SDK ganz, ganz krass. Ob es viel noch nie gab. Reckless aus. Young SD direkt vom Schiff. Hamburg City, was geht ab? 24-7, 365. Ungebremste Hektik drehen Runden durch das Rap-Biss. Von 100 Gästen hin zu Nightliner-Action. Keine Zeit zum Relaxen, doch ich weiß das zu schätzen. Ey, zum Runterkommen kipp ich Cody in die Sprite. So viel Druck. Keine Zeit zum Relaxen, doch ich weiß das zu schätzen. Das ist auch irgendwie ganz cool so. Zum Relaxen, doch ich weiß das zu schätzen, ey. Zum Runterkommen kipp ich Cody in die Sprite. So viel Drogen mit dabei, besser hol die Polizei. Die Zeiten sind zwar hart, aber... Coole Line, also Thema uncool, so ein bisschen Cody in die Sprite, ne? Aber cool in Reimverpackung. Cody in die Sprite, so viel Drogen mit dabei, besser hol die Polizei. Cody in die Sprite, so viel Drogen mit dabei, besser hol die Polizei. Die Zeiten sind zwar hart, aber das Kobe-Rind ist weich. Meine Frau zeigt mir den Vogel, die Ublo zeigt mir die Zeit. Nach oben... Nice gerappt, Alter. Die Zeiten sind zwar hart, aber das Kobe-Rind ist weich. Meine Frau zeigt mir den Vogel, die Hublo zeigt mir die Zeit. Zwar hart, aber das Kobe-Rind ist weich. Meine Frau zeigt mir den Vogel und die Hublo zeigt mir die Zeit. Nach oben ist es weit, doch meine Nikes sind geschnürt. Frag euch jeden hier im Raum, ob ich der gleiche bin wie früher. Immer noch derselbe, nur die Suiten sind jetzt größer. Und jeden Tag ist Absturz, doch wir fliegen immer höher. Wir reisen immer... Jeden Tag ist Absturz, doch wir fliegen immer... Ich finde SDK halt so... Ich mag irgendwie SDK, der ist so... Ich kann das gar nicht, der float immer so locker. Ich mag das, das ist so wie so, das klingt jetzt erstmal voll irgendwie abwertend, aber da ist wie so eine Tüte im Wind vom Flow her. Der kleidet, das ist immer so, das ist immer, ich mag das einfach irgendwie. Nur die Suiten sind jetzt größer und jeden Tag ist der plätschert da so drüber, sehr gut. Miami bis Paris feiere ich zum Beispiel gar nicht. Ach, das ist aus seinem Lied, Miami bis Paris, ach so, okay. Das Lied war gar nicht so mal. Ich bin wie früher, immer noch derselbe, nur die Suiten sind jetzt größer. Und jeden Tag ist Absturz, doch wir fliegen immer höher. Wir reisen immer schneller, die Scheinwerfer sind heller. Wir feiern uns schon selber, Digga, scheiß mal auf Coachella. Miami bis Paris, um den Globus und zurück. Ey, dieses Leben hier ist sowas von verrückt. Guckt es, Miami bis Paris, der Song ist auch auf seinem Entspannt-Album, was ich gerade hier sehr gelobt habe. Aber der Song, irgendwie hat er mich nie... Miami bis Paris? Das war immer so, das war irgendwie so, irgendwie fand ich das nicht geil. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist aber einer seiner größten Hits. Aber der hat mich gar nicht gecatcht. Es ist oft so, dass von den Rappern so die größten Hits mich gar nicht touchen, so. Esti. Yeah. Sehr viel Spucke am Mike. Chefgeld, Digga. Was? Sehr viel Spucke am Mike. 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 Was ein Typ, Alter. Yeah. Sehr viel Spucke am Mike. Check. Yeah.
Ich wusste, ich bin King, als ich noch neben der Plazenta lag. Nabelschnur um den Hals wie ein Schal, Selfie für Instagram. Hörte mir Gangster an auf Gwen Stefanis Fensterbank. Piste runter auf den ganzen Schnee, der noch von gestern war. Dope, also sehr dope. Vom Flow her irgendwie ein bisschen ähnlich wie SDK. Auch so da. Piste runter auf den Schnee, der von gestern war. Piste auf den Schnee, der von gestern war. Ist auch so diese bisschen cool, diese Redewendung mit eingebracht. So Schnee von gestern. Gefällt mir auch. Im Krankenhaus erschien ein Pentagramm. 20 Jahre später sagte im Spiegel ein fremder Mann: Schreib mal ein paar Messages. Seitdem bin ich gechillt und werd nur sauer, wenn jemand Schweinefleisch in mein Essen mischt. Denn es gibt so viele. Da wirst du nur sauer. Ich glaube, andere Moslems werden da ein bisschen mehr als nur sauer. Seitdem bin ich gechillt und werd nur sauer. Chefcat, sehr geiler Typ. Kann ich mir vorstellen, so vom Witz her auch so dieses Sucuk mit Ei und so, der hat, scheint einen Humor zu haben, aber ich habe, ohne da jetzt was lostreten zu wollen, ich hatte noch nie Kontakt mit ihm so, aber Leute, die cool mit mir sind, hatten schon mal Kontakt mit ihm und da kam mir bis jetzt zu Ohren, ich würde das natürlich niemals unterschreiben, ohne mir selber ein Bild von ihm zu machen, aber da kam mir zu Ohren, dass er schon ein sehr, sehr arroganter Typ ist so, aber arrogante Typen heißt ja nicht gleich unsympathisch. Wenn jemand Schweinefleisch in mein Essen mischt. Denn es gibt so viele Hasstiraden und Maskeraden. Zu wenig Liebe, zu blasse Farben. Zu viele Kriege, Brot und Spiele international. Doch es reicht am Ende des Satzes MTV am Plug zu sagen. Das Leben es reicht am Ende des Satzes MTV am Plug zu sagen. Ist witzig. Brot und Spiele international. Doch es reicht am Ende des Satzes MTV am Plug zu sagen. Das Leben ist ein Spiel und der Player drückt auf Play. Der Weg ist nicht das Ziel, nein, der Weg ist der Weg. Rapper Fuchtel mit... Das Leben ist ein Spiel und der Player drückt auf Play. Spiel und der Player drückt auf Play. Der Weg ist nicht das Ziel, nein, der Weg ist der Weg. Nein, der Weg ist nicht das Ziel, nein, der Weg ist der Weg. Rapper fuchteln mit Waffen rum, es ist immer das gleiche Lied. Wenn echte Rapper kommen, scheißen sie sich in die Designer-Jeans. Auch ohne Kugelschreiber kann ich Kugeln schreiben. Also, okay, zu Motrip muss ich gar nichts mehr sagen. Ne? Also zu Motrip muss ich gar nichts sagen. Motrip, ich weiß nicht, Motrip hat auf jeden Fall für mich das Zeug. Das kommt mir gerade so vor, als hätte ich alles schon tausendmal gesagt. Liebe Grüße auch natürlich an dich, lieber Motrip. Motrip hat mir irgendwann mal nach einer Reaction sehr nette Voicemails zukommen lassen. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil Motrip sich nicht eingereiht hat in diese ganz krassen Idole bei mir. So, ne? Aber Motrip, Real Talk, hätte Motrip mehr released, ne? Und wäre Motrip in diese Zeit ein bisschen früher gewesen, so wo diese... Ja, obwohl, ist eigentlich egal, gar nicht von der Zeit abhängig zu machen. So. Aber hätte Motrip, sagen wir, einfach mehr released, hätte Motrip heute easy auf einer Stufe mit einem Kolle und Savage bei mir stehen können. Weil Motrip, was diese Lyrik angeht und was diese Reimsetzung angeht und was diesen Flow und die Art, wie er rappt und alles Mögliche angeht, über krass ist. Also über krass. Und leider kam irgendwie nicht so viel von ihm. Also es kam schon natürlich hier Embryo und Mama, ne? Auch zwei mega geile Alben, die habe ich so krass gepumpt, Alter. Aber irgendwie im Vergleich, ich will mich jetzt auch nicht so anhören wie so einer, der so nie satt ist und das so nie zu schätzen weiß oder so, ne? Weil Rapper so gefühlt jeden Tag 20 Alben releasen müssen. Aber hätte Motrip mehr gemacht, also nicht mehr, ja doch, mehr, dann hätte er noch ein krasseres Standing bei mir, als er eh schon hat, so. Ich mag das auch, das sind nur so Kleinigkeiten, das ist so, weißt du, alle lassen so einen Takt aus, ne, und labern irgendwas von wegen, yo, ich bin der hier von der Stadt, yo, MTV Unplugged, Cypher, Chefcat kommt rein direkt mit ein bisschen viel Spucke am Mic, so, ne, lache, und er nimmt das Mic, er weiß erst nicht, er geht direkt rein. Guck mal, wie er direkt Mic nimmt und ab. Komm, scheißen Sie sich in die Designer-Jeans. Auch ohne Kugelschreiber kann ich Kugeln schreiben. Mein Bruder meinte immer, Junge, du bist zu bescheiden. Schon in der Jugendzeit sagte er, wenn du bereit bist, wirst du eines Tages sicher auf die nächste Stufe steigen. Das ist so, ich kann es nicht erzählen, warum. Weil vielleicht ist es gar nicht so. Trotzdem nehme ich es so wahr, dass das mit Abstand der rundeste Flow ist. Die anderen flowen voll krass, also versteht mich nicht falsch. Die flowen alle komplett krass. Aber Motrip, der hat so dieses, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Alter. Ohne Kugelschreiber kann ich Kugeln schreiben. Mein Bruder meinte immer, Junge... Guck mal, auch eine Kugelschreiber kann ich Kugel schreiben. Mein Bruder meinte immer, Junge, du bist zu bescheiden. Junge, du bist zu bescheiden. Schon in der Jugendzeit sagte er, wenn du bereit bist, wirst du eines Tages sicher auf die nächste Stufe steigen. Sicher auf die nächste Stufe steigen. Mein Leben ist ein Albtraum. Wer weckt mich auf? Ich bin 22 Jahre alt und sehr schnell.
Mein Leben ist ein Albtraum. Das ist so krass, Alter. Mein Leben ist ein Albtraum. Mein Leben ist ein Albtraum. Da ist genau dieser Flow, den ich meine, den ich euch versuche zu erklären, ist bei dem Song To The Fullest. Deswegen mach ich ihn gerade an. Mein Leben ist ein Albtraum, Albtraum. Wer weckt mich auf? Ich bin 22 Jahre alt und sehr schlecht gelaunt. Guck mich an, da wo ich herkomme, werden Sterne zu Staub. Hier lernte ich sehr schnell, dass man am Märchen nicht glaubt. Dein bester Freund verrät dich für die erstbeste Frau. Das Leben weitet täglich deine Schmerzgrenze aus. Denn wenn du sehr fest dran glaubst, tut es umso. Jetzt ist. Ich hab Gänsehaut. Ich hab komplett Gänsehaut. Mein Bart hat steinharte Haare gerade. Jetzt kommt nämlich genau dieses. Dieser Motrip-Flow. Dieses. Und dann kannst du es definieren, das gibt es jetzt nicht im Deutsch Leistungskurs, dieses Reimschema, aber dann dieses BB, dieses auch eigentlich ein Reimschema, was viele gebrauchen. AABBA, wenn du es so willst, oder AABA ist ja ein gängiges Reimschema, so, ne, benutzen ja auch sau viele, gerade in Hooks, oder? Es ist total gängig, jeder benutzt es! Aber Motrip hat an der B-Stelle diese eine Reimsetzung, die das Ganze irgendwie anders float. Ich kann's nicht erklären, aber es ist so geil, diese Stelle, sowas meine ich jetzt. Beste Frau, das Leben weitet täglich deine Schmerzgrenze jetzt aus, denn wenn du sehr fest dran glaubst, tut es umso mehr weh, wenn du merkst, dass irgendwer dir deine Ernte versaut. Das, war mein das Herz, ist so rund. Traum, Bruder. Ich hab gedacht, dass du es ernst meinst. Ich hab dir mehr als nur vertraut, Bruder. Ich hab gemerkt, dass irgendwas in deinem Herz dir wo gesagt hat, du musst dich von mir entfernen, bevor es ausufert. Das ist genau wieder dieses Ausufer, wie in Reim. Auch der Reim, rausruderst auf Aufufer, rausruderst auf ausuferst. Ist halt ein saugeiler Reim, Digga. Eingefroren, aufgetaut, reingeboren, rausgetraut. Also, ich Motrip ist so einer, da könnte ich wahrscheinlich ein Video drüber machen und vielleicht würde keiner verstehen, was ich meine. Sei denn, man fühlt es. Also, ich könnte wirklich so auf dem Album Mama und Embryo sind wirklich ganz, 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 ganz krasse Songs drauf. In der Jugendzeit sagte er, wenn du bereit bist, wirst du eines Tages sicher auf die nächste Stufe steigen. Das Glück zu suchen ist ein Fall für sich. Das Stück vom Kuchen ist zwar da, doch kein freier Tisch. Guck mal, auch er setzt drei, man hört das gar nicht. Guck mal. Das Glück zu suchen ist ein Fall für sich. Das Glück zu suchen ist ein Fall für sich. Ein Stück vom Kuchen ist ein weiterer Schritt, oder was er da sagt. Du eines Tages sicher auf die nächste Stufe steigen. Das Glück zu suchen ist ein Fall für sich. Das Stück vom Kuchen ist zwar da, doch kein freier Tisch. Wenn du als kleiner Fan... Auch das ist so dope. Ey, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in diese Fan-Modus abfalle. Aber selbst bei Motrip ist es wieder, wirklich wieder so einer, da könnt ihr gerne sagen, Jiggy lutscht und Jiggy lutscht und Jiggy lutscht. Macht das ruhig, wenn es euch gut, wenn es euch danach besser geht, so, ne? Es ist einfach so, dass ich immer schon... Ich bin Rap-Fan, okay? Und nur weil ich selbst Rap mache und jetzt auch es endlich geschafft habe, meine Träume zu verwirklichen, mit krassen Namen irgendwie Songs zu machen und alles krass läuft, bin ich vom Herzen immer noch ein Fan. Ich bin immer noch ein Fan und es gibt immer noch Leute, zu denen ich aufblicke. So hochschaue. So rap-technisch gesehen. Und Motrip, Digga. Suchen ist ein Fall für sich. Das Stück vom Kuchen ist zwar da, doch kein freier Tisch. Wenn du als kleiner Fisch nur lang genug am Leben bleibst und jedem deine Zähne zeigst, dann kriegen dich die Haie nicht. Guck, das ist genau wieder das! Wenn du als kleiner Fisch... Da ist zwar noch ein Stück vom Kuchen, doch kein freier Tisch. Wenn du als kleiner Fisch dein Leben lang die Zähne feierst, dann tewe da für tewe da, aber du ein kleiner Tisch... Irgendwas mit Heizer frisst, oder? Nur lang genug... Guck mal. Fall für sich. Das Stück vom Kuchen ist zwar da, doch kein freier Tisch. Wenn du als kleiner Fisch so lang genug am Leben bleibst und jedem deine Zähne zeigst, dann kriegen dich die Haie nicht. Die einen feiern dich, die anderen sind blind vor Wut. Guck mal, die sagen auch, die anderen sagen auch, oh, hinten. Jedem deine Zähne zeigst, dann kriegen dich die Haie nicht. Die einen feiern dich, die anderen sind blind vor Wut. Es geht nicht immer gut, wenn man die falschen Dinge tut. Wir wollten Frieden, doch befinden uns im Krieg. Mir ist egal, welches Image ihr grad liebt. Ich mach Musik, es geht eins für die Texte, zwei für den fetten Sound, drei für die Produzenten, die die miesen Bretter bauen. Ich hörte Sido und Savas, Sammy, Bushido und Azad. Jeder Beat und jeder Part hat übertrieben geballert. Trip. Ich werde... Für mich ist das bis jetzt... Und es ist vielleicht gar nicht, es ist nicht objektiv gesehen, weil objektiv gesehen könnte man jetzt vielleicht sagen, hat wahrscheinlich Sammy am meisten abgeleitet, trotzdem Joke oder so, wenn du es so nicht magst. Aber für mich ganz klar, also mein Herz geht bis jetzt am meisten mit Abstand bei Motrip auf. Und ich muss sagen, ich habe gesagt, ich bin ein riesen Sammy-Fan. Ich habe ihn mit Eminem verglichen und diese Filme gefahren. Also ihr wisst, was ich für ein Sammy-Fan bin. Ich habe SDK hier gerade auf entspannt gelobt, bla bla bla, dieses Album. So, und trotzdem gibt es einen, der für mich rausschiebt. Das ist ganz klar Motrip, Digga. Ganz klar. Ja. Naja, okay, an diesem Part, ich kann mich nicht dran erinnern, ich weiß aber, dass Motrip unnormal jetzt abgeht. Megalo, meine ich. Mega. Auch schöne,
Schöne Style, obwohl so Cap. Lass die Cap weg und Megastyle. Hallo, Morbeats, Junge. Also in meiner Welt, ich bin ja, wer bin ich, dass ich beurteilen kann? Berlin. Ah. Hey, was ich kicke, ist Wissen für Mitwissende. Wissen sie nicht, wissen sie auch. Wissen sie? Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Ganz kurz, weil ich vor jedem immer mal so, von jedem bis jetzt so einen Song angemacht habe. Auch einfach alles so, alles zweistellig alt, so 10 Jahre, Motrip war eben gerade 12 Jahre, alles, was ich euch zeige, die 100 Jahre her. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Rap ohne Weißlicht, oh, ich weiß nicht. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Rap ohne Weißlicht, oh, ich weiß nicht. Bum, bum, tschak, guck, ich pumpe den Sound plus. Die Zeit stimmt, alle haben Hunger und Schaulust. Ich weiß, mehr als du Kummer, der raus muss. Dreh durch, nehm Kurs, kein Numerus Clausus. Auch von dreh durch, nehm Kurs, kein Numerus Clausus. Mehr als nur Kummer, der raus muss. Auch überkrass gerappt. Ich mache Supermans Job, sowas habt ihr nie gesehen. Wie mein Bruder Afro. Und mit dem, was ich kann, so allein ist ätzend. Mach den Skill fit, Will Schmidt. So, und das, was ich kann, so allein ist ätzend. Mach den Skill fit. Jetzt sagt der Will Schmidt, I am Legend. Bruder Afro. Und mit dem, was ich kann, so allein ist ätzend. Mach den Skill fit, Will Schmidt, I am Legend. Guck, das hier ist kein Ego-Film. Will nur reingehen und killen, dann heimgehen und chillen. Der Dawn, MC zieht Bomben. Weed, die Haare sind orange, nenn es Ronald Weasley. Das hier ist kein Ego-Film, will nur reingehen und chillen, dann reingehen und chillen. Der Dawn MC, die Bomben, Weed, die Haare sind orange, nenn es Ronald Weasley. Der Herr ist mein Hirte, Flow so abo, aber er ist kein Türke. Der kleine Simba, Schein und Dimba, Chef im Ring mit der Lingua, Kinder, Bazinga. Ich weiß, das was... Überdope, also überdope Nummer, wirklich zu dope. Eigentlich schon wieder zu dope, um da nicht mal drauf zu reacten, Alter, komplett. Kick ist Wissen für Mitwissen. Wissen sie nicht, wissen sie auch. Dicke, wissen sie nicht, wissen sie auch. Ich bin der Sicher, die Sicht shiften. Wissen sie nicht, wissen sie auch. Dicker, ich bin der Sicher, die Sicht shiften. Wie strittige Geschichten mit Stich ins Gesicht schlichtende. Mit Stich ins Gesicht schlichtende. Ich mag eigentlich sowas nicht, weil das ist so Offenbacher Rap. Eigentlich so früher hier in Offenbach und Frankfurt hat man immer so, hier kommt der Reimroboter, er funktioniert perfekt, der Style ist Schmodder, auch wenn es dir nicht schmeckt. Hier kommt der halbnagische, babadische, barbarische, kacknadische, backfadische, fadnadische, der taktfadische, halbnagische, taktfadische. Da hat man so gerappt, so hier, Tone, deswegen so krass Tone ist, viele kennen ihn, Frankfurter Urgestein, Legende, ne? Ich konnte den nie hören, weil es mich immer an dieses Offenbacher, Frankfurter Siffmaul. Der Reimroboter, er ist programmiert auf Rap, er ist wie eine Maschine, er funktioniert perfekt. Dein Style ist Schmodder, auch wenn es dir nicht schmeckt. So, das war immer so. Und von der Reimsetzung ist es hier genau so, wie es Megalo macht. Der nix blickende, wickende, dickende, dippende, dick, mit ins Gesicht stichende, was weiß ich. Ich bin der Sicher, die Sicht shiftende, wie strittige Geschichten mit Stich ins Gesicht schlichtende. Der geflissentlich nickende, nix blickenden, Strich an den Strich strickende, frischeren Fisch fischende, Fluss vernichtende, slick sickeren, shit kickende, Tripp-Ticker verticke, den Tripp an zittrige, fixende Fix, der schnippel stichende Blick. Man hört aber auch, das ist so von den Reimen jetzt natürlich nicht so krass, weil er geht halt nur auf die I-Silbe so, ne? Aber das ist halt, das ist einfach ein Zungenbrecher-Part. Frischenden Fisch fischende. Es ist so ein Zungenbrecher. Ich wette, wenn wir die Lyrics hier hätten, wir könnten die gar nicht, oder viele von uns, ich nehme mich doch gerne mit rein, könnten das gar nicht perfekt auf Adi blazen, ohne sich die Zunge zu zerbrechen. Und er rappt einfach. Und man hört ja da in der Crowd, also bis jetzt ist keine Crowd-Reaction, also jetzt vergleiche ich es nicht mit irgendwelchen, keine Ahnung, Open-Mic-Battles oder so, aber da hört man ja die anderen Rapper reagieren hier bei dem Part am meisten. So im Hintergrund. Tripp-Ticker verticke den Tripp an zittrige, fixende Fix. Der schnippel stichende Blick, fickende Dick, tittige Dickende, dickere Dick, tippende Ich. Frischste Mische mit nix mischende, Whisky sippende, wissende, pipi-lippige, dissende Dich. Sie sagen... Das ist, also, das ist wirklich, das auf jeden Fall vom wie hart jemand raussticht und wie auffällig ist dein Part und was bleibt dir hängen so, nicht von den Lyrics, sondern einfach so von dem Part her, ist das auf jeden Fall der Part, der am meisten hängen bleibt so. Also das ist auch bei mir die ganze Zeit so gewesen. Ich lese nur Sammy Unplugged, Cypher, Boot Cypher, bla 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 und ich musste direkt, Megalo war krass.
nix mischende, Whisky sippende, wissende, pippi-lippige, dissende, dich. Sie sagen ruhig, Brauner, ruhig. Du mich auch, was du dich raus, halt du dich raus. Versuch nicht, außer du bist drauf, was mutig. Lauf mal, such dich auf, mach blutig. Du gibst auf, na gut, ich glaub, dass... Guck mal, wie er auch da hinten dran kommt und ihn so anguckt. Sag mal, tickst du noch richtig? Was tust du hier grad? Nicht außer Guck du bist drauf, was geil. Mutig. Lauf mal, such dich auf, mach blutig. Du gibst auf, na gut, ich glaub, dass gut ist. Yo, freeze, man. Okay, das war auch wirklich krass. Cologne. Echo Fresh. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob das nur mit dem Beef Optik und German Dream zusammenhängt, ne? Weil ich halt so für Savage in den Tod gegangen wäre früher und halt so Optik war, Dicker, da, dass ich alles, was ich gegen Optik gestellt hat, gehasst habe und natürlich dann auch Echo Fresh, Alter. Also ich habe den dann nach Tod gehatet, aus Prinzip, egal ob er Songs gemacht hat, die mir gefallen haben oder so. Ich habe das alles gehatet, Alter. Aus Prinzip, ne? Und ich bis heute bin ich ja älter geworden, ist alles cool, sowas. Ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie noch sagen, ey, Optik for life, dicker Fick German Dream, ne? Die Zeiten sind ja vorbei. Aber Echo, ich weiß nicht warum. Ich habe früher Echo auch so gefeiert auf so Songs wie Dunne oder auf sämtlichen mit Savage, diesen, oder auch König von Deutschland und so mit Valeska. Aber irgendwie, und ich meine, das ist wirklich nicht böse, ne? Also Echo Freezy, nimm's mir nicht übel, wenn du das irgendwie hörst. So. Aber so als Rapper ist es für mich irgendwie schwer ernst zu nehmen heutzutage. Es ist so ein bisschen so dieses Comedy-Rap irgendwie, so dieses Rap für alle. So dieses Rap für die 60-jährigen Omas, die werden das abends gucken. So, das ist so, das ist irgendwie gar nicht mehr urban, das ist gar nicht mehr, ich weiß nicht. Auch wenn er natürlich krass rappen kann, das kann man nämlich abschwätzen so. Aber es ist alles irgendwie so Comedy ein bisschen. Ich weiß, wer schuld ist, Boss Explosive, Digga. Yeah. Sie wissen nicht, meine Punchline zu schätzen, muss eine Standleitung setzen, ich bin ganz Michael Jackson. Freezy, man kann nur mit einer Glanzleistung rechnen, du brauchst brandheiß im Wechsel, mit deinem Mann swipe die Plätze. Man kann nur mit einer Glanzleistung rechnen, du brauchst brandheiß im Wechsel, mit deinem Mann swipe die Plätze. Die Medusa, sie blinkt immer hin und her, weil ich nur der King bin, ich bin Millionär. Gestern noch im übertragenen Sinne, aber heute schon in Farbe mit Stimme. Sag mal, ist dein Vater Glaser oder warum stehst du gerade hier drinnen? Glaub mir, am Ende wird das Arloch gewinnen. Aha, ha, ha, ha. Und du solltest rappen lieber als ein Hobby. Ja, da gibt's nichts auf, ist cool so. Ich will's auch wirklich nicht sinnlos haten, aber ich weiß nicht, warum es mich nicht mehr toucht. Ich kann's nicht sagen. Am Ende wird das Arloch gewinnen. Aha, ha, ha, ha. Und du solltest rappen lieber als ein Hobby sehen. So ähnlich wie Romy Plain, bei dir wohl eher Body Pain. Es ist einfach, der Dawn ist ein Dorn. Und die Maybach-Saison hat begonnen, trage Sean John. Sie wollen mich um. Es ist einfach, der Dawn ist ein Dorn. Und die Maybach-Saison hat begonnen, trage Sean John. Der Dawn ist ein Dorn und die Maybach-Saison hat begonnen, trage Sean John. Sie wollen mich umbringen, als würde ich ein Kennedy sein. Ich geb'n Pick drauf, was die Enemies meinen und schaue Enemy mine oder behind Enemies lines. Rhyme für Rhyme, ich hassele ohne Gnade, verprassel dann meine Gage bei Massenharambolage. Warum so arrogant? Ich kann's leisten, würde dir im richtigen Leben nicht mal die Hand reichen. Heute seid ihr... Nice Reimsetzung. Dieser Arrogant von Echo, Arroganz war auch genau das, warum man ihn früher, oder warum ich ihn so geliebt habe, weil er einfach so ignorant, arrogant war. Nur euch kurz halt so ein Beispiel zu geben, so, ne? Das sind so diese... Glaub mir, warum rappst du? Das ist der Echo, den ich geliebt habe früher. Warum rappst du? Du hast nichts mit Rap zu tun. Rap hat dir nichts getan, lass ihn in Ruhe. Glaub mir, es gibt tausende Clowns da draußen, die mich hassen wie du. Hunderte von dummen Kids, die mich hassen wie du. Die Sache ist nur, man hat euch lang gesagt. Zum Glück bin ich zurück, nämlich Deutschlands Park. Für euch Punks kam jede Rettung umsonst. Echo der Dawn, ich bin aus dem Ghetto gekommen. Jede Wette, ihr Honks, habt Angst mich zu battlen. Versteh ich, ich hätte auch Angst mich zu battlen. Ey, yo Homie, du hast angefangen mit 20 zu rappen. Mein Flow bleib top, deiner langt nicht zum Rappen. Oh mein Gott, du bist so ein Schmock. Rappst nicht, weil du Talent hast, sondern bloß kein Job. Hol gleich Kopf, Sex mit deinen Alten ist mein Alibi. Sie ist eine von denen, die halten mich für Ali G. Du wirst von deinen Helden enttäuscht. Hab ich die nun gewählt, warum meldet ihr euch? Da hat es auch noch irgendwie so, da war er so, ja egal. Arrogant?
Ich kann's leisten, würde dir im richtigen Leben nicht mal die Hand reichen. Heute seid ihr Habaks, im Internet die ganz heißen. Morgen, wenn's vorbei ist, kommt ihr mittwochs meine Wand streichen. Das ist witziger. Wenn's vorbei ist, kommt ihr Mittwoch meine Wand streichen, das ist gut. Habaks, im Internet die ganz heißen. Morgen, wenn's vorbei ist, kommt ihr mittwochs meine Wand streichen. War ganz heiß, weil du leist wie ein Bonze. Frage nicht, wie ich mit so einer Scheiße reich werden konnte. Mein Tagesproblem, ob mir der Armreifen steht. Deins, ob du auf der Bank oder den Bahngleisen schläfst. Ich soll verdammt sein. Sein Part des Problems ist, er sieht eh ein bisschen fertig aus irgendwie gerade hier. Aber nichts gegen Leute, die fertig aussehen. Ich glaube, das Problem habe ich im Moment auch ein bisschen auch. Winterdepression, Vitamin D-Mangel. Aber der Part, das Problem ist bei so einem Part, dass er aneinander, dass er eine Zeile auf die andere kommt, wo keine Pause mehr drin ist, wo man kurz mal wieder Luft holen kann, um in auch in die normale Stimmlage zu kommen. Also in die normale, entspannte. Und er ist ja nur. Und er ist ja völlig nur am Drücken gerade. Und im Leist wie ein Monster fragen. Ich, wie ich mit so einer Scheiße reich werden konnte. Mein Tagesproblem, ob mir der Armreifen steht. Deins, ob du auf der Bank oder den Bahngleisen schläfst. Ich soll verdammt sein. Sollte ich jemals arm sein und je für irgend so einen Ausbeuter arbeiten gehen. Blowjob, Casting in den Rolls in Weiß. Na klar, Babe, das ist für The Voice in Schweiz. Eine Runde alten Scotch, die ich heute schmeiß. 19 Jahre alt wie Money Boys Freundeskreis. 19 Jahre alt. Der Scotch 19. Warum hat er eigentlich so einen langen Part? Guck mal hier, wie lang Echo ist. Bro. Von 5, 10 bis 7. Er rappt einfach 2 Minuten durch. Was ist da mit ihm los? Ich sag mal, hast du Ego-Probleme oder so? Ich wollte nur wie Kanye ein Rapper werden. Ja, okay, wie Kanye, alles klar. Wie Money Boys Freundeskreis. Ich wollte nur wie Kanye ein Rapper werden. Heute frage ich, Alter, kann ich jemals besser werden? Schöne Frauen ändern nicht meine Denkweise. Was für Weltreise, denkst du, dass ich Geld scheiße? Rapper zeigen mir ihr Album besser nicht, denn sie haben keine Schnitte wie ein Halt-die-Fresse-Clip. Sie haben keine Schnitte. Zeigen mir ihr Album besser nicht, denn sie haben keine Schnitte wie halt. GD-Boss, der dir mal ins Knie schoss. Du bist jetzt auf Migos, ich immer noch auf D-Block. Dafür gibt er, kriegt er 8 Punkte. 8 Punkte. Du bist jetzt auf Migos, ich immer noch auf D-Block. Okay, dafür kriegt er 200 Punkte, weil D-Block. D-Block ist The Locks. Und The Locks ist die Band Chic Looch, Styles P und Jada Kiss. Und das ist für mich auch was ganz, 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 ganz Großes. Jeder Künstler für sich. Legendäre Alben kann ich euch kurz nennen. Zieht die euch rein, Alter. Styles P, Gangster and a Gentleman. Jada Kiss. Ich nenne jetzt die Top-Alben von denen für mich. Von jedem eins. Styles P, Gangster and a Gentleman. Jada Kiss, Kiss the Game Goodbye. Und Chic Looch, Walk With Me. Boah. Aus dem Viertel ins Kino. Der Türk im Pacino. Er wirkt wie Moschino. Jetzt halt endlich das Maul. Chito. Der wirkliche Chico. Ja. Ey. Ey. Willy Will, leider kenne ich ihn gar nicht. Ey. Hamburg City. Ist Willy. Ja, ja, guck mal. Wenn du nicht weißt, wer Willy Will ist, dann weißt du's jetzt. Danke, Willy Will. Ja, guck mal. Wenn du nicht weißt, wer Willy Will ist, dann weißt du's jetzt. Komm mit so viel Swag, du glaubst, ich hätte keinen Respekt. Ich weiß, sie liebt es, wenn Gemüse in ihr Sushi steckt. Ich glaub, ich hinterlasse ihr meine Nummer, wenn die Pussy schmeckt. Sammy, ich lach mich jeden Tag kaputt. Denn deutsche Rapper sehen wie Trottel aus dem Club. Guck mal, ich spitze immer gut auf Mische. Nenn mich Chefkoch mit dem Fluss, guck, ich mach Butter bei die Fische. Erste gute Line. Das ist so ein Rapper, der reimt halt nicht so. Also das ist immer so Butter bei die Fische auf. Er reimt halt nur nicht, also nicht Butter auf die Fische. Er reimt halt nicht auf Butter bei die Fische, sondern er reimt halt nur auf Fische. Also das ist vom Reimen, vom Einstieg bis jetzt nicht so geil gewesen. Aber die irgendwas auch wie mit der Performance. Ich bin der Chefkoch, mache Butter bei die Fische. Das war ganz cool. Ich spitze immer gut auf Mische. Nenn mich Chefkoch mit dem Fluss, guck, ich mach Butter bei die Fische. Er reibt auch Mische auf Fische und nicht Küche. Alles fucken, was ich kicke, die Industrie will, dass ich sein will, zeigt du Schwarze an der Spitze. Guck mal, Deutschrap sieht schwarz und zwar hautnah. Sie wissen alle, dass deiner Foodrap geklaut war. Guck, jetzt misch ich Handy mit der Cola. Ich geb'n Fick auf Shirin David, ich will Rola. Denn ich Rola?
Ich gebe einen Fick auf Shirin David, ich will Rola. Das ist ja witzig, dass er Rola erwähnt. Weil Rola, noch nie gesehen, aber Rola, es ist immer so über Ecken. Als ich damals im JBB war, war ich bei das Label Audiofat. Und bei diesem Label, war ich nicht gesigned, es war so, dem das Label gehört, der hat ein bisschen auf Big Boss gemacht und so. Aber im Endeffekt haben wir uns dann leider Gottes zerstritten und irgendwann ging direkt diese Filme los, Alter. Ne? Auf einmal, nachdem meine Survivor-Box rauskam, ein Jahr später oder so, ich weiß noch genau, ich bin gerade in Italien aus dem Urlaub nach Hause losgefahren, sitze im Auto mit meiner Freundin. Auf einmal hat mir der Chef hier von Audiofat geschrieben, so ich hatte 2 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt, nichts so, wo ist eigentlich, so richtig so Klischee-Film-like, wo ist eigentlich das Geld, was du mir noch schuldest? Was, Alter? Direkt Larry angerufen, hä? Ja, der hat mir auch geschrieben. Was ist denn jetzt los? Also Spoofy angerufen, was ist denn hier? Egal. Jedenfalls bei Audiofat war ein Rapper namens Meezy. Meezy kennt man auch wegen Twin, Frankfurter Rapper, Jonesmann, bla bla bla, hier, ne? Und Meezy hatte Songs mit Rola. Gibt's den Song eigentlich noch? Den Song fand ich immer ziemlich geil. Abgefuckt, ihre Art und alles, was sie machte, war so nicht mehr tragbar. Ich dachte, dass ich sie verlasse. Ich hab schon die Sachen gepackt und sagte zu mir, das war's dann. Ich mach mich jetzt ab und auf einmal sah ich, was ich an ihr hab. Sie war jahrelang Tag und Nacht an meiner Seite und egal wo ich war, sie hat mich überall hin begleitet. Manchmal hing sie mit ein, zwei komischen Typen ab und über Nacht war ich nicht mehr die Eins für sie, sondern irgendein Spast. Ich bin heute noch eifersüchtig auf jeden Einzelnen, der mit ihr Zeit verbringt, doch was ich damals fühlte, war Hass. Ich träumte oft von uns beiden und dachte, wir zwei kriegen's hin, aber sie nicht, denn das Internet war auf einmal ihr Ding. Lernte sie diverse Männer kennen. Währenddessen sagte sie oft, dass ihr Herz für mich schlägt. Doch dass sie jetzt sehr auf die Bad Boy steht. Es traf mich wie ein Schlag vor den Kopf, dass sie mir fremd geht, war klar. Nur ich frag mich, wie oft noch. Es ist wirklich viel passiert, doch ich will zurück zu dir. Das ist Rola. Und warum auch immer erwähnt hier Willy Will ihn. Sie. Ich häng ihn mit der Cola. Ich geb'n Fick auf Shirin David, ich will Rola. Denn ich bin Deutschraps MVP. Guck mal, Mama, dein Boy spitze grad auf MTV, ist Willy. Okay. Leider für mich bis jetzt der Schwächste. Jetzt kommt Lauren Buser oder Lauren Buzzer, kenn ich dich, weiß ich nicht. Direkt aus der Schweiz, spitze grad auf MTV, ist Willy. Okay, direkt aus der Schweiz. Nochmal so ein Rapper am Mic, okay. Kenn ich gar nicht. Yeah. Das ist keine Kunst, was du machst, das ist abartiges Fastfood. Leg das Mikrofon da weg, junge Mann, was machst du? Mit dir reißt man nicht viel. Es ist schon cool, wie er reinkommt, aber abartiges Fastfood. In meiner Welt würde ich gerne einen Reim hören auf abartiges Fastfood. 6 Silben, das geht, ja. Schwachatmiger Kackstuhl, keine Ahnung, ne? Aber gib doch einen Reim und dann einfach nur zu sagen, nicht mal den abartiges Fastfood-Reim mitzunehmen, dann einfach nur den Fastfood-Reim mitzunehmen, dann einfach nur zu sagen, was machst du? Ist also durch meine Ohren zu plump irgendwie. Obwohl er vom Flow her sehr, sehr dope reinkommt. Das ist keine Kunst, was du machst, das ist abartiges Fastfood. Leg das Mikrofon da weg, junge Mann, was machst du? Mit dir reißt man nicht viel, wie mit deinem Nachtzug. Beim Kiffen bist du nach 3 Zügen matt. Schachzug, komm jetzt nicht. Gut. Gute Lines. Mit dir reist man nicht viel wie mit einem Nachtzug. Nach 3 Zügen matt. Schachzug. Aber er reimt Nachtzug auf Schachzug. Aber man nicht viel wie mit deinem Nachtzug. Beim Kiffen bist du nach 3 Zügen matt. Schachzug. Komm. Ich find's trotzdem dope. Auch wenn er Zug auf Zug reimt, Nachtzug und Schachzug. Aber beim Kiffen bist du nach 3 Zügen matt. Das ist cool. Das ist cool. Nicht mit Realness, Mann, dein Shit ist nur ein Kinder. Seit keiner Sau hört sich die Scheiße an. Matt, Schachzug, komm jetzt nicht mit Realness, Mann, dein Shit ist nur ein Kinder. Seit keiner Sau hört sich die Kinder weg, dann da was fährt die Kinder weg. Richtig, das ist richtig Jan Delay Flow hier grad. 3 Zügen matt, Schachzug, komm jetzt nicht mit Realness, Mann, dein Shit ist nur ein Kinder. Seit keiner Sau hört sich die Scheiße an. Du saugst die Beats im Internet, das ist nicht dein Genre, Mann. Lass einfach mal die Finger weg und Conor McLeod ist welche, die Bissung gefickt ist von meinem Intellekt. Bitte. Leider ein bisschen verkackt, also ich meine, das kann ja passieren, ne? Trotzdem, Flow ist eigentlich nice.
Flow ist nice, aber komplett auch so auf 1998 angelehnt. Und auch die Wortwahl, du saugst aus dem Internet, das ist wirklich so, es ist ein bisschen back into time, es ist nicht ganz up to date irgendwie, der Boy hier gerade. Mann, lass mal die Finger weg und komm damit klar, dass du lächelst, ich bin so gefickt, ist von meinem Internet. Im Internet. Bitte, du beklag dich nicht, dass du nicht Rasse machst. Was ist du, wenn du verdammt nochmal keine Klasse hast? Denk weiter mit den Spaßen ab, du Psycho bist abgefuckt, verstehe, wir sind nicht reich, aber kunstmäßig, aber klass, nichts für dich, Alter. Du bist nicht fleißig, ja, ich kiff und trink auch, aber bin nicht reißig. Suchst du neue Freunde, dann hol dir einen Hund. Du hast eine Anspielung auf Samson Lux, ich kiff und trink auch, bin ich dreißig. Wir sind dreist, verdammt nochmal. Und aber Jachara, Benzena, komm mal nicht zu uns. Ich weiß nicht so, vielleicht war es auch nicht sein bester Part oder so, aber auch von der Performance her, das hat mir jetzt, also fand ich jetzt nicht so dope. Ja. Check, checker. Warm! Wie er in die Hocke geht. Yo. Ich kille den Sound wie ein Samurai-Master. Ein Mann-Orchester. Mord ist mein Hobbybruder. Jessica Fletcher. Voll richtige Public Enemy-Flow, Digga. Er kommt rein wie so Run DMC, Alter. Er kommt. The Lyrical Master, once again, back is the Incredible Master, ein Monorchester, Mord ist mein Hobbybruder, Jessica Fletcher. Deine Bitch wurde geil nach meinem Auftritt, sie sagt mein Dick, Togo Flick and Lick. Ich lehn sie ab, denn die Bitch lässt mich nicht in Ruhe. Guck mal, das ist lustig, weil die anderen lachen und er guckt rüber und muss auch selber lachen. Sagt mein Dick, Togo Flick and Lick. Ich lehn sie ab, denn die Bitch lässt mich nicht in Ruhe. Ich sage Mädchen, du bist Akt, so wie deine Schuhe. Keine Zeit für Fitness, bin immer noch dünn geblieben. Jeden Tag hasse in den Verkauf, 40 Stunden schieben. Der Bass bumst dich weg, wie Jaras Chess-Pub. Sofort den Bruder, denn ich hab mein fucking Schatzsack. Irgendwie von den Lyrics verstehe ich unglaublich wenig. So auch, ich weiß nicht, ob ich es einfach akustisch nicht verstehe oder ob ich die Worte nicht kenne. Oder ich verstehe trotzdem unglaublich wenig. So Flow ist nicht mein Flow. Ich finde aber trotzdem, dass der Flow cool ist, weil er ist wirklich so dieser Oldschool-Flow. Das ist so richtig dieses Run DMC, das ist irgendwie, ist cool. Seine Stimme auch. Seine ganze Attitude ist cool. Chefcat sieht gerade aus wie Vega im Hintergrund, Digga. Das ist Hamburg, pack mal runter deine Waffen. 045115, Niggas, Russen und Kanaken. Ello hält den Beat fest, während ich auf ihn einprügel. Spiel den Schiff. Hält den Beat fest, während ich auf ihn einprügel. Dein OP vor, er macht die Windmühle. Es geht von Kies machen bis zum Kies haben. Wir sprühen aus Dienstwagen, von Hamburg bis nach Wiesbaden. Yeah! Suave Misses. Okay, oh, Suave, Bro. Okay, Suave ist auch einer meiner. Ja, nicht auf der Stufe mit irgendwie einem Motrip oder so, aber Suave habe ich auch geliebt. Suave, müsst ihr euch ein Album anhören. Es gibt nur eins von ihm. Also nur eins, was für mich in Frage kommt. Und zwar heißt das Album, wie heißt es denn nochmal? Ich glaube, es heißt Suave. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, das Album heißt Suave. Das war 2001. Das war eines der ersten Alben. Nico, verzeih mir. Was ich mir entweder illegal runterladen wollte oder gemacht habe. Ich weiß, dass ich zu diesem Zeitpunkt war ich 12 Jahre alt oder noch 11, weil ich glaube, es war im Winter. Ich kann mich daran erinnern, dass es Winter war, das heißt, ich war noch 11. Und ich weiß, dass ich zu meinem Vater am Frühstückstisch, wir haben immer zusammen gefrühstückt, gesagt habe, können wir das heute mal mit diesem Runterladen versuchen oder mit diesem. Ne? Weil irgendwann kam es halt so, du kannst dir Alben runterladen, wie geht das denn, bla bla bla. Das war noch vor der Zeit von Kasa, Emule, das war so diese Napster-Zeit, aber da war ich zu jung. Ne? Ich habe es nicht gerafft. Und ich weiß, dass ich mit meinem Vater oben den ganzen Tag versucht habe, am PC, das war eine Tagesaufgabe, zu versuchen, dieses Album zu bekommen. Dieses Nico Suave, Suave-Album. Und da habe ich auch Erinnerungen dran, ohne Spaß, Mann. Wo ist Kritiker? Was interessiert es mich ein Dreck, was die Kritiker meinen? Oh yeah, I'm on the top. Yeah. Meistens schert es mich ein Dreck, Glück, was die Kritiker meinen, wenn sie nicht gerade meine beiden Lieblingsscheiben vergeigen. Scheiß auf ne asige Plattenkritik, denn ich kann den Sinn nicht finden, wie quasi bei Mathematik. Die Jungs zählen nur eins und eins zusammen, haben weder Inhalt noch Style zum Leins verstanden. Aus Unwissenheit zieht man Idole in den Dreck, Sinn und Kindheit, dieses Album. Ich sag euch, wie es ist. Nico Suave, auch Kindheit. Bim, 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 bim.
Ich kann mich nicht beklagen, alles im grünen Bereich. Das heißt, die Zeit spielt hier auf vielen Bühnen zu zweit. Zig Promotermine, wird Zeit, dass ich meine Wohnung vermiete. Ein bisschen mehr Kohle solo verdiene. Es gibt Tage, an denen will ich nur irgendwie weg, um noch selbst herauszufinden, wohin die Uhr tickt. Momente, an denen bei mir nichts läuft. Sei nicht enttäuscht, ich mach mich locker und bin wieder zeitig bei euch. Ich bin oft nicht in der Lage, Interviews zu führen. Ab und zu bin ich auch zu breit, den Groove zu fühlen. Nehmt mir das nicht übel, heute lass ich's besser sein. Machst du Witze? Nein. Man kann nicht erwarten, jederzeit die Charts zu toppen. Es ist schon schwer genug mit dem Mega. Okay, kurz auch wieder erklärt, was für ein Verhältnis, beziehungsweise was für ein, ja, für mich ist es ja ein Verhältnis, ich zu Nico Suave habe, musikalisch. Aus welchem Jahr ist das Album 2001? Yeah! Suave Missions, MTV, Sam TV. Ja, bevor du anfängst, Nico, zieh aber bitte mal den Rucksack aus. Ja, was? Yeah, yeah, yeah. Ey yo, Sammy fragte mich, ob ich Bock und Zeit für den Cypher hab. Er sagte, komm vorbei, hol den Props am Mike und den Beifall ab. Kill ein paar Rapper und steck sie gleich in den Leichensack. Oder als Trophäe in Kopf zerteilt in einem Eiskühlfach. Überdope. Also kannst du sagen, was er will, Sieg, überdope. Rapper und steck sie gleich in den Leichensack. Oder als Trophäe in Kopf zerteilt in einem Eiskühlfach. Überdope. Und komm mit nicht mit Negativität, weil du Hater nur das Opfer, aber den Täter nicht verstehst. Erzähl mir nichts von Lebensqualität, denn ich hau dich in die Pfanne, du Penner, du endest da hinten im Catering als Steak. Denn ich hau dich in die Pfanne, du Penner, du endest da hinten im Catering als Steak. Denn ich hau dich in die Pfanne, du Penner, du endest da hinten im Catering als Steak. Von Lebensqualität, denn ich hau dich in die Pfanne, du Penner, du endest da hinten im Catering als Steak. Jetzt bist du deinen Ansprüchen gerecht, in bester Gesellschaft, neben Lammrücken und Speck, ich nenn's Swap. Bist du deinen Ansprüchen gerecht, in bester Gesellschaft, neben Lammrücken und Speck? Stabil, Digga. Jetzt bist du deinen Ansprüchen gerecht, in bester Gesellschaft, neben Lammrücken und Speck, ich nenn's Swap unplugged. Oder wie wollte ich sagen, ich hab's verscheckt, aber scheiß drauf, meinen Namen habt ihr begriffen. Das ist Swabelicious, ich bin nicht halt. Ey, auch gechoked, aber ich würde sogar sagen, cooler die Kurve gekriegt als Sammy. Da war ich mir jetzt gerade, da weiß man jetzt, bei Sammy war 100% gechoked. Bei ihm bin ich mir auch relativ sicher, dass er gechoked hat, aber es ist irgendwie nicht so 100% gechoked. Es könnte auch, irgendwie wirkt es ein bisschen inszeniert. Gesellschaft, neben Lammrücken und Speck, ich nenn's Swab unplugged. Oder wie wollte ich sagen, ich hab's verscheckt, aber scheiß drauf, meinen Namen habt ihr begriffen. Das ist Swabelicious, ich bin nicht high, ich bin nicht am Spliffen. Das heißt, ich hab's verpeilt, aber er freestylt einfach weiter. Cool, aber er freestylt einfach weiter, geil. Das ist Swabelicious, ich bin nicht high, ich bin nicht am Spliffen. Das heißt, ich hab's verpeilt, aber egal. Sam TV, MTV, unplugged, peace. Souverän, die Kurve. Also, natürlich ist es immer ekelhaft zu joken und zu verkacken, aber ich finde wirklich das Beste draus gemacht. Stern mit Deich geht Vorsprechtermin. Ja, Vorsprech. Ich will zum Vorsprechtermin, weil ich schlecht verdiene. Wollt ihr mich zum Chef erziehen? Doch ich check das nie. Auch Suave Part. Hab nicht mein Konto bei der Bank, ist leider blank. Hab nicht mal Geld für den China, Mann. John Noon, Hamburg, Berlin. John Noon, leider kenne ich ihn auch nicht. Ey. Und das? Ja, das. Aber ich feiere ihn, dass er die Mütze so trägt wie ich. Ist eigentlich das. Ist nur Beat, ist nur Rap, ist nur ne schiefguckende Spielbudengang. Ist nur Weed, das verbrennt, um Liebe zu senden. Viel mehr ist es nicht, ist nur der siebte Ort. Finde ich ganz cool, wie er reinkommt, weil er hat ein bisschen so Lackmann-Style. Ich bin nur mal nie drauf auf so Feature-Songs. Aber bei Lackmann ist es auch, er ist für mich der Erste, und ich meine es gar nicht böse, der so extrem seine Stimme verstellt. Rap auf einmal aus. Es ist ja niemals seine normale Stimme, wenn er rappt, so, weißt du? Brennt, um Liebe zu senden. Senden. Viel mehr ist es nicht. Viel mehr ist es nicht. Ist nur der siebte auf Ex, eine diffuse Sichtung in Diskurs, in denen ich wohne, wenn ich das Mikrofon checke, so hab. Ich schwör bei Gott, der klingt wie ich, wenn ich freestyle. Hallo, Zino, gang. Die um mich stehen werden high, wenn ich rede, ist nur Mephisto, den ich gleich war eingesperrt zu sehen. Also er ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt nicht so mega arrogant klinge, ne? Aber so, das klingt ein bisschen gefreestylt alles. Die um mich stehen werden high, wenn ich rede, ist nur Mephisto, den ich gleich war Mephisto eingesperrt zu sehen. Befreien aus dem Kerker, dass sein Pein sie übersät, ist nur Vernichtung von Wackness und Teilen des Systems. Wenn ich vor eurem Haus mein Tape bloß einmal hinterleg, nur ein Blickpunkt. Ich glaube, Vernichtung und Blickpunkt, diese Blickpunktreime, die nicht am Ende der Zeile kommen, ich glaube, ich überhöre gerade, wie gut er eigentlich ist. Es ist eigentlich ein cooler Style, den er hat, der bleibt auch hängen, aber er ist so dieses, ich finde, es gibt so, also für mich ist es manchmal so, dass es so Leute gibt, die so ein bisschen überpacen.
so ein bisschen zu viel auf dem Gas stehen, so, ne? Die so, er will Asche zum Beispiel in Sachen sein, er will seinen Style extrem rüberbringen. Er hat auch einen coolen Style, aber er dreht den Regler seines Styles ein bisschen too much auf, Digga. Ein bisschen mehr chillen, so. Schwer zu sehen, befreien aus dem Kerker, dass sein Pein so übersägt ist. Nur Vernichtung von Wackness und Teilen des Systems. Wenn ich vor eurem Haus mein Tape bloß einmal hinterlegt, nur ein Blickpunkt. Von Herz hagelt das Lobgesänge, ist nur ein Flow, als würde ich jede Note schwängern. Ist normal. Da der Pankerl das Lobgesänge, ist nur ein Flow, so als würde ich gerade. Von Herz hagelt das Lobgesänge, ist nur ein Flow, als würde ich jede Note schwängern. Ist normal, wenn deine sogenannten Showgiganten hier von erst eine Latte kriegen und kurz darauf Todesängste. Das ist aber dope, auch wenn er. Eine sogenannten Showgiganten hier. Showgiganten auf Todesängste reimt er. Das ist so ignorant, dass ich schon wieder feiere. Deine sogenannten Showgiganten hier nach einer Latte kriegen, da Todesängste. Von erst eine Latte kriegen, würde ich jede Note schwängern. Ist normal, wenn deine sogenannten Showgiganten hier von erst eine Latte kriegen und kurz darauf Todesängste. Sagt John Onus was? Ich glaub, der John Onus ist krass. Jetzt ist halt wirklich. Er hat Passagen, das ist wirklich Freestyle-Niveau. Und es ist gar nicht, also für mich zumindest. Sagt John Onus was? Ich glaub, der John Onus ist krass. Ey, man sagt ja das was? Yeah. Und das Outro verpackt. Cheer. Was geht ab, Hamburg? Singer, Songwriter, Shit. Live und direkt. Banjo. Banjo, kennt man doch auch. Für euch MTV Banjo. Let's go. Ey, ich komm wieder, mein Vertrag hat unterschrieben, scheine lila, sitze im Studio und schreibe meine... Wieder, ich komme wieder, lila, immer wieder. Das erinnert mich an die Hook von meinem schlitzäugigen Freund, dem Asiaten. Heißt sie Nina, die da? Wie heißt denn dieses Wort? Wie heißt denn dieses Lied? Wie heißt das Lied? Wie heißt Nina? Wie heißt denn die Lied vom Asiaten? Komm, irgendeiner muss es doch wissen. Tina, genau. Ey, Digga, ohne Spaß, ich hab da grad so ein Mädchen in Aussicht. Geiler Arsch, lange Haare, mega Ausschnitt. Sie hat es sich faustig hinter den Ohren. Bruder, du glaubst nicht, ich schwöre auf alles, die war unglaublich. Sie ist keine Frau für eine Nacht, deswegen hab ich gechillt, bis sie ankam und sagte, ich will. Digga, Killer, die... Das ist für mich die Mucke, die der Asiate, das passt. Also wirklich Lob, das ist wirklich ein Lob, das finde ich... Auch cool, ich mag den Song auch. Diese Stimme, wenn sie stöhnen, fliegen Schmetterlinge. Wie sie sich bewegt, kann ich nicht sagen, was ich besser finde. Will mich nicht gewöhnen an ihren Blick und die Facetten im Bett. Sie sagt sogar, sie liebt den kleinen Hans und hätte Respekt. Ich bin so glücklich, wenn sie mir schreibt. Ja, und sie ist immer pünktlich, egal welche Zeit. Und das Schönste ist, wenn sie mir in die Hose schaut. Mich anlächelt und sagt, dass sie gar nichts Großes brauche. Mich anbettelt und dann setzt sie noch ein oben drauf. Denn wenn ich sag, ich jetzt kommt die Hook, die ist geil. So, es ist die da mit dem Ausschnitt. Und sie kommt bald wieder mit einem Ausblick. Ja, es ist die da. Aber hier, macht ihr doch mal. Mit dem Ausschnitt. Und sie kommt bald wieder mit einem Ausblick. Mach dir doch mal die Fussel aus deinen Achselhöhlen raus. Ja, es ist die da, zu der ich aufblick. Es ist die da, und sie heißt Tina, es ist die da. Also daran habe ich es gerade erinnert. Tina mit dem Ausschnitt und sie kommt bald wieder bei jedem Mausklick. Wieder, mein Vertrag hat unterschrieben, scheine lila, sitze im Studio und schreibe meine Lieder wie ein Singer-Songwriter, doch besser MC als Dida oder Dida und schon wieder. Das ist gut. Mieze, du hast gesagt, du kennst den nicht, das wundert mich eigentlich, weil ich glaube, Benjo, ich weiß gar nicht, wie man sich ausspricht. Ich kenne ihn auch nicht, ich weiß nur, dass, also ich kenne ihn, weil ein Freund von mir ein Riesenfan von ihm war. Und ich weiß nicht was, aber Benjo hat, glaube ich, ich glaube, der macht Mucke, die dir gefallen könnte. Wenn alles dir ganz plötzlich zusammenfällt und du dich den Gedanken an die Kante stellst, wenn du wieder mal im Krieg bist mit der ganzen Welt und dabei trotzdem den Raum mit deinem Glas erhältst, wenn du sagst, was du denkst ohne Angst und losfliegst ohne Ziel für die Landung. Wenn du dich ab und zu verirrst, steh ich hier und applaudier. Denn ich bleibe ein Fan von dir. Lass die Reden nur nicht zu. Ich bleibe ein Fan von dir.
Hook Killer, das davor war mir persönlich zu schnulzig, zu auf Radio getrimmt, aber Hook Killer. Kannst machen, was du willst, aber ich bleibe ein Fan von dir. Lass die Reden mal nicht zu, ich bleibe ein Fan von dir. Du kannst machen, was du willst, aber ich bleibe ein Fan. Aber ich bleibe. Guck mich doch auch mal so beim Lagerfeuer an. Banjo, meine ich. Nicht die Lena. Und jetzt frisst du Kohle! Guck mich nicht so an, Lena! Sonst frisst du Kohle! Und für den Blick verlierst du Zähne! Lieder von dem Fanta 4 geklaut, doch es schmeckt niemand wie am Fließband, liefer ich dir doch so wie ein Dealer. Lies mal lieber Zeitung und dann schreib mal ein bei Viva. Wieder siehst du mein Gesicht und ich trag neue Sneaker. Jeha, und jetzt schließ mal lieber dein Kiefer. Wieder, ich bin ein FIFA-Spieler, der nur den Sieg verdient hat. Du bist ein Loser, lieber auf Deutsch Verlierer. Lima, ich bin das beste Pferd im Stall, du bist ein Esel. Ja, ich bin. Ich finde es eigentlich. Es ist nicht so meine Art. Ich finde es nicht so. Eigentlich finde ich aber gerade cool, dass er die ganze Zeit diesen Flow so durchzieht. Ich wollte sagen, so, ich mag ja Flow-Variationen und Flow-Switches und so, ne? Aber wenn man so auf einen Beat so einen Flow gefunden hat, der richtig gut funktioniert, so wie ich mal bei meinem Last Man Standing Song, das ist der einzige Song, wo ich glaube ich null Flow switche. Da gehe ich die ganze Zeit durch mit dem gleichen Flow. Weil ich ihn so passend fand. Und hier finde ich es irgendwie auch cool. Loser, lieber auf Deutsch Verlierer. Lima, ich bin das beste Pferd im Stall. Du bist ein Esel. Ia, ich bin dein Gegenspieler. Du ein Danebenliga. Ich lass dich untergehen, so wie der Kapitän der Titanic. Ey, Sima, ich warn dich, Knie. Oh, guck mal, das ist gut geflowt. Lass dich untergehen wie. Liga, ich lass dich untergehen, so wie der Kapitän der Titanic. Ey, Sima, ich warn dich, Knie nieder. Und frag mich nie wieder, ob ich vielleicht für ein Feature mit dir paar Bass kick. Tschüss. Jomo. Sorry, aber auch noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Yeah, yeah, hey, na- Lebi, sei gegrüßt. Schön, dass du mal hier bist im Stream. Livestream ist viel besser. Das ist nämlich die Uncut-Version von mir. Hier beleidige ich noch alles und jeden. Nein, ich folgte nicht. Nein, ich folg dir nicht auf Instagram. Hab keine Zeit für deinen Hype oder so hipster Trends. Nee. Ich mag, wie er reinkommt. Nein, ich folg dir nicht auf Instagram. Hab keine Zeit für deine Hype und für die Insta-Trends oder hipster Trends. Nein, ich folg dir nicht auf Instagram. Hab keine Zeit für deinen Hype oder so hipster Trends. Nee, denn auf jeder Firmenfeier oder Sektempfang fängt heute irgendein Agenturensohn zu rappen an. Ein Agenturensohn zu rappen an. Auf jedem Sektempfang fängt irgendein Agenturensohn. Das ist wirklich so. Kannst eigentlich so jeden fragen, rappst du? Letztens habe ich eine alte Freundin von mir im Wartezimmer hier bei meinem Hausarzt getroffen. Liebe Grüße gehen raus, du bist gemeint. Und wir haben auch darüber geredet. Ich werde halt immer gefragt, direkt, oh, Mucke, krass und bla bla bla. Ja, ja, krass. So, ne? Und ja, und wie läuft's? Und irgendwann kam mir auch auf das Thema, dass halt so gefühlt jeder rappt. Ne? Und das war's eigentlich schon. Das rappt. So gefühlt hier, du kannst jetzt hier, wahrscheinlich, ich hab so im Wartezimmer gesessen, ich hab so gefragt, ey, wahrscheinlich könnte ich jetzt ihn da drüben fragen, rappst du? Und er sagt, ah ja, normal rapp ich. So, da saß auch so ein Junge, so 20 Jahre alt, so, ne, rappst du? Ah ja, normal. Ist so gefühlt, jeder rappt halt heute und das ist halt, so scheiße. Doch ich kann, was kein anderer kann. Ich halt den ganzen Tag nur drauf, als wär ich Kameramann. Ich komm am Ballermann an und mache Pharma entspannt. Wenn du mich suchst, ich bin mal kurz mit deiner Mama am Strand. Yeah, ich pisse in die Todesscheiße, fand ich das gerade. Das ist so, ich hatte den ganzen Tag drauf wie ein Kameramann, das finde ich doch cool. Aber falls du mich suchst, ich bin am Ballermann Strand. Ich war mit deiner Mama am Strand. Auch Freestyle-Bar. I hated mich für die Arroganz. Irgendwann freestyle ich mal, wenn ich auf Niveau bin. Es ist halt mit Freestyle immer so ein Ding. Aber das ist wirklich Freestyle-Niveau, Digga. In Schnee und lass Krokusse blühen. Ich bin Logos am frühen Mama am Strand. Yeah, ich piss in den Schnee und lass Krokusse blühen. Ich bin Logos. Geile Line. Ich piss in den Schnee und lass Krokusse blühen. Geil. Kuss mit deiner Mama am Strand. Yeah, ich piss in den Schnee und lass Krokusse blühen. Ich bin Logos am frühen in einem Gogo-Kostüm. Ich mach Selfies mit Chicks. Du machst Fotos von Kühen. Ey, mein Schild. Ich mach Selfies mit Chicks. Du machst Fotos von Kühen. Ey, das ist auch Real Talk, Alter. Ich war letztens auch. Es gibt hier so einen Bauernhof. Da gibt's halt so.
Bioprodukte, frisch vom Bauern, so, ne? Ich fahre da hin und wieder mit meinem Sohn hin, morgens ist es so ein bisschen weiter weg hier, das ist so eine halbe Stunde Autofahrt, aber es ist entspannt, wir fahren da immer hin und man kann in diesen Bauernhof rein, also in dieses riesige Kühgehege, in diesen Bauernhof halt, wo die ganzen Kühe sind, ne? Und danach gehen wir dann noch zusammen gut einkaufen, bla bla bla. Es ist nicht der Dottenfelder Hof, weil auf dem Dottenfelder Hof wurde ich schon diverse Male erkannt und die Leute, die mich jetzt auf dem Dottenfelder Hof erkannt haben, werden jetzt vielleicht denken, ich rede vom Dottenfelder Hof. Nein, ich rede aber nicht von dem Dottenfelder Hof. Ja? Bitte? Der Nikolaus war da. Hallo, willst du kurz reinkommen? Ja. Moment. Du hast für mich ein Geschenk. Du bist der Nikolaus. Der kennt deine Musik wie der Bauarbeiter, weil heute wurde ich von jetzt auch. Im Moment ist wieder echt ein bisschen mehr mit erkannt werden, so, obwohl ich irgendwie gefühlt sau wenig rausgehe im Moment. Aber der Bauarbeiter, der im Kindergarten heute, das ist kein Bauarbeiter, da wurde ein neuer Boden verlegt und der kannte mich halt so. Der war ziemlich baff, mich dort zu sehen, so, ne? Und deswegen hat er gerade gesagt, wie der Bauarbeiter im Kindergarten. Komplett. Grün in dem Gogo-Kostüm, ich mach Selfies mit Chicks, du machst Fotos von Kühen. Ach so, was ich erzählen wollte. Ich war mit meinem Sohn auf diesem Biohof, nicht der Dottenfelder Hof. Und auf einmal, ich bin halt mitten in diesem riesigen Kuhstall, Alter, wo es nach Kacke und sonst was riecht, ne? Und lauf halt da mit meinem Sohn rum, mit ein bisschen Kühe, mit Heu gefüttert, so bla bla bla. Und auf einmal kommen original zwei Typen rein und der eine gestriegelt und gespornt, sagt man das? Geschniegelt und gestort, wie sagt man, ihr wisst, was ich meine? Total schick gemacht und stellt sich neben die Kühe und füttert die so und grinst dabei so in die Kamera und der andere macht Fotos. Ich denk, Bro, Alter, was sag mal. Hier ist alles voll mit Scheiße, Digga. Also, was ist denn hier, Digga? Er geht einfach. Ich meine, man kennt das ja alles, wenn man ein bisschen jünger ist, dass man mal sagt, ey, komm, Bro, wir gehen mal los, du machst mal ein paar coole Fotos mit mir. Heute gehen wir mal nach Frankfurt auf den Eisernen Steg, Alter, mit Skyline im Hintergrund. Ich zieh mir eine coole Jacke an, lass mal ein paar Fotos für Insta und so. Man kennt man ja alles. Aber in den verschissenen Kuhstall, Bro. Shit, grün in dem Gogo-Kostüm, ich mach Selfies mit Chicks, du machst Fotos von Kühen, ey, mein Shit ist so heiß, dass alle Lokusse blühen, ey, ich mach umtriebige, coole, nicht... Er lässt ganz schön oft hier Lokusse blühen oder was... Untertriebene, boomende, 100 Kilo schwere Draufgänger-Mucke, deine jung gebliebene, gut aussehende, geile Eile sieht aus wie eine Schaufensterpuppe, yeah, oh... ABAB-Reimschema. Oh. Yeah, yeah, yo... Damian Davis sieht irgendwie aus wie der Sportlehrer, Digga. Das ist wie, als wäre das eine Schulklasse und das ist der Sportlehrer, Alter. So sieht er irgendwie gerade aus. Sehr coole Sportlehrer. Was waren die letzten Worte des Sportlehrers? Alle Speere zu mir. Habe ich letztens gehört und irgendwie musste ich schmunzeln, obwohl der echt cringe scheiße ist, der Witz. Damian Davis unplugged from the Matrix, Nebukadnezar. Hey yo, jeder Part ein Brett, es geht nur um Rap. Was man über Bord guckt, ich steh auf dem... Retter ständig mit mir! Jeder Part ein Brett, es geht nur um Rap. Was man über Bord guckt, ich steh auf dem Deck und grinde, die King Crew ist perfekt. Überspring ein paar Stufen wie Nigel Houston into death. Okay, aber ich liebe deine ich mag den... Ich mag das irgendwie, der hat Bock, den Hunger spürt man, das finde ich geil. Das finde ich gut. Der geht rein ins Mikro, also er meint's ernst, der Junge hier. Der Sportlehrer Davis. Herr Davis, können wir heute wieder Fußball spielen? Normal, wir spielen nur Fußball. 3 Jahre Sport, Herr Davis, gab's einzig, was ich mir gemacht habe, ist halb hoch auflegen und Vollspann auf den Tormann. Halb hoch auf. Ich lege euch jetzt den Ball halb hoch auf und ihr schießt alle aufs Tor, wo der Carsten drin steht. Okay. Aber ey, sorry, jetzt muss ich noch eine Anekdote erzählen. Die ist eigentlich nicht lustig, aber sie ist bei Gott wahr. Ich hatte mal eine, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Jetzt gerade, wo ich halb hoch, Vollspann, Sportunterricht, Fußball im Kopf habe, ne? Ich hatte mal eine Freundin in der 5. Klasse, war das, ne? Und diese Freundin, das war halt ja, nenn es ernste Beziehung oder nenn es war so die erste Liebe so, ne? Wenn man sich heute noch sieht, man hat auch irgendwie so eine, was heißt eine gewisse Verbindung, aber es ist immer noch so, oh, nice, und so, hi, und so, wie geht's dir mittlerweile, krass, auch Kind und so, ne? Sie wohnt hier auch in der Stadt und ne? Es war irgendwie so was Besonderes, so die erste Liebe. Irgendwann haben wir uns aber getrennt, beziehungsweise sie hat mich verlassen und war mit meinem besten Freund zusammen. Auf diesem Niveau waren wir dann noch, dass ich meinen besten Freund nicht übel genommen habe. Wir waren 5. Klasse, alles so, war ein bisschen... hin und her, sie war dann auch irgendwann wieder mit mir zusammen, dann so, keine Ahnung. Also man hatte da auch noch keinen Sex, ne, 5. Klasse, wie alt war ich da?
12, da, also da hatte ich noch keinen Sex. Jedenfalls war das so dieses Ding, dass sie da irgendwie mit meinem Ex-Freund zusammen war, mit meinem besten Freund zusammen war, bla bla bla. Und dieses Mädchen hatte leider Gottes keine Glasknochen, aber sie hatte irgendeine Krankheit, dass ihre Knochen nicht so stabil sind, ne? Und im Sportunterricht haben wir Fußball gespielt und sie war im Handball, also ich kannte, sie war eine Handballerin und sie stand im Tor und ich habe halt eine Flanke bekommen, ne? Ich habe eine Flanke bekommen und ich habe halt aufs Tor geschossen, so normal. Ich habe den Ball halt in diesem Moment, Gott wollte, dass ich diesen Ball unglaublich gut treffe und ich habe ihn wirklich gut getroffen, ne? Und der Ball prallt an die Latte, ne? Und sie dreht sich um und ihr voll in die Fresse halt, ne? Und es sah erstmal gar nicht so schlimm aus. Warum dachte ich gerade, er sieht ein bisschen aus wie ich, Alter? Und das Problem ist halt, dass es gar nicht so schlimm aussah, aber durch ihre Krankheit, ihre Knochen, hatte sie original einen Schädelbasisbruch. Und dann wurde es halt weniger lustig, weil sie lag dann halt und es muss in den Krankenwagen kommen und bla bla bla. Und das war ziemlich asozial. Und wisst ihr, was diese Geschichte so perfekt macht? Ratet mal, wer mir die Flanke aufgelegt hat. Wir pissen uns heute noch drüber weg, wenn wir uns sehen. Diese Geschichte ist hier im Umkreis legendär. Ratet mal, wer mir die Flanke gegeben hat. Mein bester Freund, der zu diesem Zeitpunkt mit dir zusammen war. Alter, das war ja wirklich ganz krass, Alter. Ja. Der Andi, nee, der Andi war damals noch nicht in meiner Klasse. Der Andi kam erst in der 6. Klasse. Das war die 5. Klasse. Der Andi kam erst in die 6. Klasse. Da kam er zu mir. Wir springen ein paar Stufen wie Nigel Houston into death. Wir schwimmen gegen den Strom, Digga. Brauchen keine Batterie im Rücken, nur Akustiker. Yeah. Guck mal, er ist auch, er klingt auch nicht authentisch. Er verstellt seine Stimme auch genau wie der eine da. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Der John Known, ne? Er ist auch, es ist nicht authentisch so, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool. Also er overreacted auch so ein bisschen, overtribed. Er overtribed auch so ein bisschen, aber irgendwie noch so in irgendeinem Maß so. Yeah. Ein paar Musiker, die rumklippern, Konzert im Wohnzimmer. Blues, Mother, Soul, System, es geht um echte Musik. Blaze in the Bassdrum, Blast in the Beats. Headbangers Ball, Fat MTV. Zack Della Roger, Rage Against the Er meint's ernst, Digga. Er meint's ernst. Er hat auch einen schönen Pimp-Ring da. Ich bin Dealer und Pimp mein Dein. Ne, ich bin Dealer und Pimp. Dein Gesicht trägt den Abdruck meines Diamantrings, Kid. I'm way too gangster for you. Du bringst mehr Bitch-Moves als Table Dancer, Kid. Ich komme im silbernen Benz und du schießt Picks, um in dein Zimmer Gangster-Bilder zu hängen. Yeah, Schiff voller Rost. Guck, die See macht mich krank. Ich muss zurück zu den Docks, 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 Docks. Zieh die Schwimmweste. Gibt mir Vibes von einem Ami-Rapper, weiß aber gerade nicht von wem. Also jetzt, wo du es sagst, ich habe noch nicht dran gedacht, aber wenn ich jetzt sagen müsste, welcher Ami-Rapper das ist, dann ist das Mystical. What? Mystical ist aber ein Drecksarschloch. Der hat mit Knarre eine Frau zum Oralverkehr gezwungen. Und deswegen, das war einer dieser Skandale. Es ist so krass, meine Mutter hat immer nur diese Dinge. Von einem Knacki hörst du keine Musik, als ich mir The Real Slim Shady kaufen wollte. Maxi-CD. Von einem Knacki hörst du keine Musik. Dann habe ich irgendwann Mystical auch diese ganzen Songs gefeiert und dann kam sie irgendwann mit einem Zeitungsartikel. Siehst du hier, Mystical, verklagt wegen sonst was. Und die dachte auch, alle Rapper sind Assis. Und seitdem kann ich ihn nicht mehr hören, seit ich das weiß. Es ist eigentlich schon sehr lang her. Also diese Songs von Mystical sind auch nicht in meinen ganzen Playlisten drin. Guck, die See macht mich krank, ich muss zurück zu den Docks, 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 Docks. Zieh die Schwimmweste an und dann schwimm Richtung Westen, rette sich wer kann. Bloß voller Wasserleichen, lass mich stromabwärts treiben, solange die Nieten den Ruf noch zusammenhalten. Solange die Nieten den Ruf noch zusammenhalten. Oh, das ist ja eine richtig krasse Line, Digga. Ah, nee, das heißt aber nicht Ruf, sondern Bug. Ich dachte, Ruf wäre gerade eine Bezeichnung von einem Boot. Und die Nieten, den lass mich Richtung dahin treiben, irgendwas. Solange die Nieten den Ruf noch zusammenhalten. Wasserleichen, lass mich stromabwärts treiben. Solange die Nieten den Rumpf noch zusammenhalten. Sende SMS. Rumpf, genau. Schau, wer mir hält. Genau, den Rumpf noch zusammenhalten. Stimmt, okay. Treiben. Solange die Nieten den Rumpf noch zusammenhalten. Stimmt, er sagt Rumpf, sorry. Sende SMS, schau, wer mir helfen könnte. Doch da ist niemand mehr auf meiner Wellenlänge in Gedanken. Ey, das ist so dope, weil er bringt diese diesen Boot-Kontext und mehr. Da ist niemand auf meiner Wellenlänge. Das ist wirklich gut, lass dich über Wasser treiben. Was? Der ist richtig. Also er ist für mich jetzt so, auch wenn ich mir niemals auf Albumlänge geben könnte, weil es viel zu anstrengend ist, aber so von dem Oha-Effekt, so irgendwie ist er jetzt gerade ganz schön weit vorne dabei. Weil er liefert auf jeden Fall ab, Digga. Er liefert. Versunken, Stift in den Händen. Striche durch die Rechnung, Spielschiffe versenken. Striche durch die Rechnung, Spielschiffe versenken. Bauchgang auf dem Grund von uralten Seen. Doch ich such keinen Schatz, ich will nur ein Leben, Baby.
Sehr dope. A.K.A. Zilla. Droge mix, bis er high oben, bis deine Frau oben nix hit und flach oben legst. Es ist nix verstanden, aber Eddie tut geil. Mix, bis er high oben, bis deine Frau. Was hat er denn für eine krasse Lederjacket von Pelle Pelle an? Das würde mich auch gerade mal interessieren. Oben nix hit und flach oben legst. Bankrapper bei Tränkschwätze. Ja, die lachen. Ja, das war. Ich kann so nicht arbeiten. Drogenmix, bis er high oben, bis deine Frau oben nix hitten, flach oben nix. Fünf. Deine Frau oben nix hitten, flach oben nix. Mix, bis er high oben, bis deine Frau oben nix hitten, flach oben nix. Fünf Ballen, dich krallen, mies knallen, bringt dich dazu fallen, zu lallen, nicht lagen. Maul dämpf, ich halte das Faustrecht aufrecht, ich schau weg, drück bis deine Atmung aussetzt. Digga, es ist überdope gerade. Überdope, erinnert mich ein bisschen an Megalo, ehrlicherweise. Sehr, sehr dope. Real talk. Ich halte das Faustrecht aufrecht, ich schau weg, drück bis deine Atmung aussetzt. Vergewisser mich, indem ich nachleg, nachseh, nachdreh, nachseh, wie du gerade ablehst. Meine Bahn kreuz und endet für dich Humpelner im Drama mit nem Eisbein. Aus der wird ein Humpelner Indianer. Schritt zur Seite, wenn ich... So, das ist real dope. Das ist real dope, sehr talk. Ja. Humpelner im Drama mit nem Eisbein. Aus der wird ein Humpelner Indianer. Schritt zur Seite, wenn ich deine See ansteuere. Und ich klatsche dich voll, als wär's eine Litfaßsäule. Was sagt der Zilla, der Rasierer? Litfaßsäule. Zilla, Bill, der Rasierer. Das war dope, wirklich. Das war dope. Kima Ede? Oder Chima, ich weiß nicht genau, Kima oder Chima. Ist echt so mit ekligen Faschos zu tun. Es ist so schlimm, Alter. Ich bin da leider gar nicht drin. Ich weiß nicht, was da abgeht mit Faschos und Syllabin. Sonst würde ich dazu was sagen wollen. Aber natürlich unterstützt ihr bitte keine Faschos und unterstützt alle ausländischen Brüder und Schwestern, die von Faschos irgendwie niedergemacht werden oder so. Guck mal. Es ist lustig, wie sich die jetzt da hinten Check geben. Syllabill und Megalo, weil sie beide wissen, die haben abgerissen. Guck mal jetzt. Augenringe von blauen Lichtern und vielen Wintern. Kein Privat in das Barium ist ein Spiegelzimmer. Mach nicht auf Magier Plan. Arsen ist kein gutes. Oh, wow, wow. Ich wollte gerade schon fragen, wann kommt Morlock und ich sehe gerade. Kein Privat in das Barium ist ein Spiegelzimmer. Mach nicht auf Magier. Da hat er schon das Mikrofon in der Hand. Könnte der nächste sein. Wisst ihr, dass ich manchmal so schnippen kann? Nur mit links, manchmal kann ich das. Hä? Plan A, Sand ist kein gutes. Abracadabra, den schwarzen. Ist ein Spiegelzimmer, mach nicht auf Magier Plan. Arsen ist kein gutes. Abracadabra, den schwarzen Kater, treffen drei Kugeln. Jim. Abracadabra, den schwarzen Kater, treffen drei Kugeln. Krass, weiter so. Jim auch King, Louis des Rudels auf der Hut, denn dieses Billis hat Schling. Um wie Medusa, für das Gute sehen, wie gut den Sinn. Fluten verbluten, doch ich schwöre, ich werd nie goofy für Gin, Juice und die Gucci. Tu es für die Gang, Bruder, nicht für Fang, für die Fan. Bis mein Papa Bands lenkt, muss man mich nicht kennen, Bruder. Bruder, klar. Bis mein Papa Bands lenkt, muss man mich nicht kennen, Bruder. Erkennt, Bruder, es kann sein, wenn du's nicht denkst, dass ich mit drei Mulats wie Rugus in dein Camp, Bruder. Ray and Shooter, Spiel in der Presse. Coach Kader von dem Sieg, hier wird niemand mehr gewechselt, großes Herz, doch lass dich. Coach Kader? Was war denn nochmal Coach Kader? Coach Kader, Digga, was war das nochmal? Ein Film, genau. Hier wird Coach Kader, hier wird niemand mehr gewechselt. Von der Bliebe hier nicht wetten, zeig Respekt, denn aber Lächeln ist Erziehung und nicht Schwäche, komm und test, Nick. Yeah, yeah, Morlock Dilemma. Sammy Deluxe. Der Bienenvater aus Niagara, mit Bienen. Und der Rest. Yo. Sammy Deluxe. Und der Rest. Und der Rest. Das ist geil, weil das passt perfekt auf die Trompete. Morlock Dilemma. Sammy Deluxe. Und der Rest. Yo. Ich singe ein Weihnachtslied im Gefängnischor. Den Morlock hinterlässt drei die Linien in Menschenform. Deine okay, jetzt wird's wieder krass.
ich singe Weihnachtslieder in Engelschor. War falsch, aber der Reim steht trotzdem. Morlock Dilemma hinterlässt Kreidespuren in Männchenform. Sing ein Weihnachtslied im Gefängnischor. Ein Weihnachtslied im Gefängnischor. Yo, yo, yo. Ich singe ein Weihnachtslied im Gefängnischor. Den Morlock hinterlässt Kreidelinien in Menschenform. Deine Frau liebt diesen charismatischen Soziopath. Und glaube mir, zum nächsten Jahrestag ist sie polygam. Mein Ejakulat spritzt im Schlafgemach übers Mobiliar und trifft sie so hart wie die Taliban bei einem Drohnenschlag. Und wirst du von Morlock ernsthaft bedroht, hat das noch schlimmere Folgen als seine RTL-Soap. Du sitzt in einem Rocker-Café. Hat das noch schlimmere Folgen? Ey, okay, ich glaube, wir haben hier einen, der sich, also wenn er so weitermacht, reiht er sich in die Top 3 ein. Morlock ist ein Monster, ey. Morlock ist wirklich ein Monster, Digga. Morlock ernsthaft bedroht, hat das noch schlimmere Folgen als seine RTL-Soap. Hat das noch schlimmere Folgen als eine RTL-Soap. Hat es noch schlimmere Folgen, auch die Betonung, Digga. Und wirst du von Morlock ernsthaft bedroht, hat das noch schlimmere Folgen als seine RTL-Soap. Du sitzt in einem Rocker-Café, testest die Stopp. Du siehst es auch immer bei den Reaktionen, bei den Blicken von anderen Rappern da hinten. Guck mal, weil hier Motrip zum Beispiel, das seht ihr jetzt gerade nicht. Du siehst es halt manchmal so, wie die reagieren. Oder auch wie Sammy da gerade lacht. Mobile, ja, und trifft sie so hart wie die Taliban. Hier lacht. Hier. Megalo. Es ist einfach, du. Man. Es ist einfach. Band bei einem Drohnenschlag. Und wirst du von Morlock ernsthaft bedroht? Hat das noch schlimmere Folgen als jede RTL-Soap. Du sitzt in einem Rocker-Café, testet die Stoffqualität. Du sitzt in einem Rocker-Café, testet die Stoffqualität. In einer kalten Welt werden irgendwann Flocken zu Schnee. Stoppt dir dein Fett. In einer kalten Welt werden irgendwann Knochen zu Schnee. Stopp, testet die Stoffqualität. Denn in einer kalten Welt werden irgendwann Flocken zu Schnee. Stoppt dir dein Face, stoppt dir den Kopf zu Kartoffelpüree. Denn das Bösartige in mir ist kein Prostatakrebs. Alle Digga, er ist jener von Gut und Böse, Digga. Klopf dir den Kopf zu Kartoffelpüree. Ich klopf dir den Kopf zu Kartoffelpüree. Das Bösartige in mir ist kein Prostatakrebs. Das Bösartige in mir ist kein Prostatakrebs. Okay. Stell diese Dilemma, hat Hände wie Bratpfannen. Gib dir einen Uppercut und du hängst an der Fahnenstange. Okay, es ist zu übertrieben. Dieser Morlock hat Hände wie Bratpfannen. Gib dir einen Uppercut und du hängst an der Fahnenstange. Überdope. Stell diese Dilemma, hat Hände wie Bratpfannen. Gib dir einen Uppercut und du hängst an der Fahnenstange. In 100 Jahren durchbreche ich die Wände der Grabkammer und trenn deinen Enkeln die Gehänge ab mit der Drahtzange. Yes, yes, ja. Also ich bin gerade echt überlegen, ob das der krasseste von allen ist, Digga. Also, das war ja nur Feuer. Schaut dann an die Polizei, die uns von oben observiert. Das ist das Unplugged-Cypher, Baby. Oh, yo, ich sag, nenn mich den Hoffnungsträger. Oh, Black Schornsteinfeger, passend zu dem Okay, Sammy kickt 2, oder was? Das kann er jetzt nicht auf sich sitzen lassen, ne? Er denkt sich, oh scheiße, da haben wirklich schon so hier Motrip, Megalo, Silla Bill. Haben krass abgeliefert, ich hab keinen vergessen. Das sind für mich die 4. Und der 5. ist Sammy Deluxe. Ich hab die Top 5. Safe. Also ohne Wenn und Aber, Digga. Yo, ich sag. Und das kann er jetzt, jetzt könnte sein, dass Sammy richtig abgeht. Nenn mich den Hoffnungsträger, oh Black Schornsteinfeger, passend zu dem Seefahrtsthema, meine Schuhe aus Otterleder. Kurze Rede, langer Sinn, bada boom und bada bing. Ich rappe gerade und kann auch singen, hab die Macht wie Anakin. Auf der guten Seite doch ist Anakin. Übrigens, Shoutout, dass er den 444-Sweater von Jay-Z anhat. 444 ist ein Album von Jay-Z, was ich nie gehört habe, weil es irgendwie, weil ich es nie dope fand, so. War eigentlich nicht mein Album, so. Lyrics and Tracklist, oder was waren da? War da Death of Autotune drauf? War da Death of Autotune? DOA? Nee, war nicht drauf. Ist irgendwie an mir vorbeigelaufen, dieses Lied. Dieses Album. Ich weiß nicht warum. Aber ich find's trotzdem cool, dass Sammy Deluxe hier das appreciated und represented. Bada boom und bada bing. Ich rappe gerade und kann auch singen. Hab die Macht wie Anakin. Auf der guten Seite, doch es zieht mich oft zu anderen. Und wenn die dann dort ankommen, sag ich dir, dass ich dein Vater bin, ja. Ich bin ein Vater, Luke, nein. Du bist kein harter Dude, du bist ein braver Bub, der sich selber in tiefen Graben grube. Ich brauche nicht mehr als ein Mikro und ein Schlagzeug-Loop, um sicher zu gehen. Dein nächstes Booking ist auf ein Schlager-Move. Was laberst du, Dude? Ich klau dir deinen rechten Prada-Schuh. Du Cinderella, Kinderzeit. Das ist genau das, was ich meine. Das ist jetzt, ich finde den Sammy-Part nicht so geil wie den ersten, weil hier allein, du hörst, er macht, er fängt wieder an, dieses genau, was auch Eminem manchmal macht, so dieses Übertriebene, so dieses, es ist jetzt hier nicht ganz so schlimm, aber das ist wieder so dieses, das ist wieder dieses, wenn ich das mit dem ersten vergleiche, Digga. Ich
kann dich leiden, fahr zur Hölle, das ist mein Reisetipp. Seh aus den Augenwinkeln dein Seitenblick, nenn ihn Haterblick. Wenn du mich siehst, geh lieber in die Knie, wie Colin Kaepernick. Big Boss, sieh zu. Und das ist ein Hinterwäldler, Kacker, du hässlicher Motherfucker, du schreckst immer in mein Tagebuch. Das ist wieder so, dass ich selber einen tiefen Graben grube. Ich brauche nicht mehr als ein Mikro und Schlagzeugloop, um sicher zu gehen, dein nächstes Booking. Ist auf ein Schlagermove, was laberst du, Dude? Ich klau dir deinen rechten Prada-Schuh. Du Cinderella, Hinterteller, Hinterwäldler, Kacker, du hässlich. Das ist aber gut, ich klau dir deinen rechten Prada-Schuh. Du Hinterwäldler, Cinderella, Bidadada, Kacker, du. Wir denn, das ist gut. Also, was heißt, es ist gut, Digga? Es ist überkrass, was Sammy macht. Was heißt, es ist gut? So, aber für mich persönlich ist es halt zu, das ist wieder dieses zu over space. Und ich finde, es hat auch einen komischen Beigeschmack, dass er sich das jetzt rausnimmt, da zwei Parts zu rappen. Warum? Schlag ich immer in mein Tagebuch. Und dann läuft er jeden Tag zu dissen, als ob ich warten zu. Oh, da war schon wieder ein kleiner Joke. Hässlicher Motherfucker, du. Schlag ich immer in mein Tagebuch. Und dann läuft er jeden Tag zu dissen, als ob ich warten zu. Sei jede Textzeile komplett scheiße, du Crackpfeife. Deine technischen Zweckreime sind wie tschechische Sexpreise. Das war das Anflugzeug, live und direkt hier von der IMS Bleichen. Und ein bisschen Lärm für die Band, die hier keiner sieht hinter den ganzen Rappern, yo. Michelle, Hazy Hayes, Matteo. Das Cello, Alter, der macht das Bass die ganze Zeit auch mit dem Cello, ja, den Bass. Den Bass mit dem Cello. Die Machete Horns, mein Mann Schnucki am Start. MS Bleich in Hamburg City Flavor. Oh, 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 and you don't stop, and you don't quit, and we gone. Okay, ich muss die Top 5 machen. Also der anspruchsvollste, und ich glaube, das musst du einfach sagen, der Part, der am meisten raussticht und der am schwersten zu performen ist und der am meisten Schreibarbeit braucht und so, ist einfach Megalo. Es ist einfach Megalo. Danach gehe ich mit Morlock. Danach kommt... Syllable. Wird er so geschrieben, der Bro? Dann kommt Motrip. Und dann kommt Sammy. Das ist meine Top 5. Ohne jetzt groß drüber nachzudenken.